Namen des Notfallkomitee Düsseldorf, des Mittwochsfrühstück der Erwerbslosen und prekär Beschäftigten des ZAX. Wir freuen uns, dass Jörg Nowak, Politikwissenschaftler aus Berlin, du sagst wahrscheinlich ein paar Sätze mehr noch zu dir, wenn du mir was sagst, gekommen ist. Er hat einen Vortrag vorbereitet zum Thema politischen Streiks in der Krise und politischen Streiks und Krise. Jörg hat gesagt, er wird ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde lang reden, informieren. Danach ist viel Zeit für Nachfragen, für Diskussionen, für produktiven Streit. Danach kommen auch noch zwei, drei andere Termininformationen vom Notholker-Bündnis. Das ist so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Einzelpersonen und Initiativen aus der Stadt, aus Leuten, die bei Occupy mitmachen, aus Leuten aus den Gewerkschaften, aus Leuten aus der Linkspartei, aus der interventionistischen Linken etc. Wir haben noch weiter Informationen für euch. Ja, schönen Abend. Freut mich, dass ihr gekommen seid. Ich habe letztes Jahr im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Alexander Gallas, deswegen steht er hier auch mit drauf, diese Studie gemacht zu politischen Streiks in Europa. Daraus ist dann auch das gleichnamige Buch entstanden, was ich auch mal rumgebe. Das kostet normalerweise 15 Euro, kann man heute für 10 kaufen. Und ich gebe einfach so einen Überblick. Also wir haben da ein paar Sachen ausführlicher natürlich behandelt, als ich das jetzt machen kann. Gib das mal rum als Ansichtsexemplar. Das ist mit so einer, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, aber offenen Lizenz. Das heißt, das Buch steht auch komplett im Internet. Wer es sich da runterladen oder drucken möchte, kann das auch tun. Das kann man googeln, das ist irgendwo auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber das findet man dann schon. Ja, ich fange mal an. Politische Streiks in Europa der Krise. Mit einem Plakat aus Spanien. Das Witzige war, das Buch ist im November erschienen und zwar einen Tag vor diesem Generalstreik. Das war aber absoluter Zufall. Das ist einfach dann fertig geworden. Aber wie es sozusagen der das Glück für uns so wollte, ist genau als es diesen ersten europäischen Generalstreik gab, am 14. November, das Buch erschienen. Der war ja nicht in allen europäischen Ländern, aber doch in einigen, also in Portugal, Spanien, Italien, Zypern, Malta und Griechenland. Die Griechen haben, glaube ich, zwei Tage vorher gestreikt, aber es war zum ersten Mal eigentlich in der Geschichte der Arbeiterbewegung, dass es einen europaweiten Generalstreik gab. Das ist eigentlich schon mal was Besonderes und hat uns natürlich gefreut, dass es dann in derselben Woche das Buch erschienen ist, aber wie gesagt, das war Zufall. Das ist ein Plakat von der Jugendorganisation der Comisión Obreras aus Spanien. So, das ist nochmal der Buchtitel. Das ist übrigens auch in Madrid. Das war einfach nur das schönste Bild, deswegen haben wir das genommen. Wir haben jetzt kein besonderes Label für Spanien. So, wir kommen erstmal mit Zahlen. Man kann sagen, wir haben halt gesehen, es gibt eine Zunahme von politischen Streiks und Generalstreiks. Also politische Streiks sind welche, die direkt sozusagen Regierungsentscheidungen betreffen und nicht einfach in irgendeiner Branche um ein paar mehr Prozent kämpfen. Ich warte jetzt nochmal, kommen noch ein paar Leute rein. Ich glaube, jetzt haben sich im Wesentlichen die Leute gesetzt. Also, es gibt eine doppelte Bewegung, nämlich einerseits, wie man hier sieht, diese grüne Linie, die so von ganz oben kommt und nach unten geht. Die war in den 70ern, war das noch viel weiter oben, als man das hier sehen kann. Also es gab viel mehr ökonomische Streiks früher und die Zahl geht runter. Das ist ein ganz klarer Ausdruck der Schwäche der Gewerkschaften, die einfach in ihren Branchen nicht mehr so stark sind, dass sie da eine Streikfähigkeit hinkriegen. Und gleichzeitig sieht man, nimmt die Zahl der Generalstreiks zu. Die hat schon seit den 80ern zugenommen, aber hat seit 2008 nochmal so richtig nach oben gegangen. Natürlich im Kontext der Krise. Es gibt aber sozusagen eine generelle Tendenz dahin, dass die zunehmen. Hier sind die Zahlen nochmal anders aufgegliedert, wo man sieht, dass sozusagen allein in den 8 Jahren, 2000 bis 2008, gab es genauso viele Generalstreiks wie
in den 4 Jahren seit Ausbruch der Krise. Also es ist nochmal richtig sprunghaft angestiegen. Das ist der John Kelly aus London, der diese Zahlen erstellt hat. Die sind nicht von uns, der hat das netterweise in seiner eigenen Forschung gemacht. Wir haben die hier nochmal nach Ländern aufgeteilt, also seit Ausbruch der Krise, die Zählung endet September 2012, also da ist dieser 14. November noch nicht dabei und die Griechenland gab es jetzt nochmal seitdem 2 Generalstreiks. Hier sieht man so ein bisschen die Verteilung, also es ist vor allen Dingen Griechenland, Italien, Frankreich sind das Schwergewicht von Portugal, Spanien, Belgien, also es ist in bestimmten Ländern konzentriert. Die Streiks generell, wir folgen hier Rosa Luxemburg in dieser Ausrichtung. Es gibt verschiedene Typen von Streiks, die man unterscheiden kann. Also wir haben schon zuerst gab ökonomische und politische Streiks. Ökonomische sind halt erstmal geht es um Lohnverbesserungen oder um Verbesserungen am Arbeitsplatz, relativ eingeschränkt. Politischer Streik kann zum Beispiel auch um das Wahlrecht gehen. Dafür gab es ja früher sehr viele Streiks vor 100 Jahren. Dann kann man nach dem Umfang unterscheiden, Typen von Streiks. Also einmal sektoraler Streik, der, was weiß ich, nur die Metallarbeiter streiken oder nur die Apotheker. Generalstreik ist sozusagen möglichst viele Branchen. Das sind ja dann auch nicht immer alle, aber sozusagen mehrere gleichzeitig. Man kann sie aber auch in der Funktion unterscheiden, nämlich streikt man für etwas, also zum Beispiel für das Wahlrecht, das ist ein offensiver Streik, oder sagt man, wir wollen keine Rentenkürzungen, das ist dann sozusagen defensiver Streik. Und die Form ist noch unterschiedlich. Das, was wir jetzt in der Krise sehen, sind größtenteils Demonstrationsstreiks. Also es wird halt erstmal gesagt, wir wollen diese und jene Kürzung nicht und dann wird für einen Tag auf die Straße gegangen, im Gegensatz zu Kampfstreiks, die man auch Erzwingungsstreiks nennt, in einer anderen Terminologie, aber das ist dasselbe. Da würde man sagen, man streikt so lange, bis diese Forderung durchgesetzt ist und nicht einfach einen Tag, um zu zeigen, okay, wir sind noch da, sondern dann würde man sagen, okay, wir streiken jetzt so lange, bis zum Beispiel die Rentenkürzung weg ist. Das gab es in Frankreich im Oktober 2010, darauf gehe ich nachher nochmal länger ein. Das ist jetzt nur so, um so diese Unterscheidung so ein bisschen zu zeigen. Und wie ich schon gesagt habe, der vorherrschende Streiktyp, den wir im Moment im Kontext der Krise haben, sind einerseits defensive Streiks, also die gegen eine Verschlechterung sich richten. Also keine offensiven Streiks für etwas, was man erkämpfen will, und vor allen Dingen Demonstrationsstreiks. Es gab ein paar Ausnahmen. In Griechenland gab es vereinzelt Streiks, wo auch versucht wurde, das Parlamentsgebäude zu blockieren, wo man sozusagen versucht hat, da auch einen Kampfstreik draus zu machen. Und es gab die Streiks auf den Karibikinseln Guadeloupe und Martinique Anfang 2009. Die gehören ja offiziell eigentlich zu Frankreich. Die haben da Forderungen durchgesetzt, wie einen Mindestlohn zum Beispiel. Aber das war halt sozusagen isoliert auf diese kleinen Inseln, die aber in der Karibik sind, aber dennoch eigentlich zur EU gehören, aber das ist jetzt sozusagen eher ein Randbeispiel. Die richten sich in der Regel, diese Generalstreiks, die wir jetzt hatten, gegen die Regierungen, die nationalen, gegen die EU und die Beschlüsse der Troika. Die sind in der Regel branchenübergreifend und gegen die Kürzungspolitik gerichtet und meistens auf 1 bis 2 Tage beschränkt, also sind also eher symbolisch. Das ist sozusagen die Begrenzung von den Streiks, die wir jetzt haben. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass die von der Menge der Beteiligung unheimlich groß sind und auch von der Häufigkeit im Vergleich zu früher. Gut, die Ausnahmen, die habe ich jetzt schon erwähnt. Einige Versuche, die waren als Demonstrationsstreiks angelegt, waren nur 1 bis 2 Tage, Martinique und Guadeloupe und Frankreich, auf Frankreich gehe ich noch länger ein. So, vor Ausbruch der Krise war es so, dass 40% aller Generalstreiks zu Zugeständnissen geführt haben, also zu Kompromissen, dass man irgendwas ausgehandelt hat. Seit Ausbruch der Krise gibt es eigentlich fast gar keine Zugeständnisse. Es gab beim Generalstreik in Belgien so einige kleine Geschichten. Es gab Unruhen in Portugal und in Rumänien, die zur Zurücknahme von Sparplänen geführt haben, so wie jetzt auch in Bulgarien, aber das waren sozusagen keine Streiks, da waren sozusagen die
eher so ungeordneten Unruhen erfolgreicher. Also das ist sozusagen die neue Situation seit Ausbruch der Krise, dass einfach die Streiks zwar unheimlich große Beteiligung hatten, also auch viel größere als in den letzten Jahren die Generalstreiks hatten, dass sie viel häufiger stattfanden, aber sie hatten eigentlich gar keine Erfolge. So, jetzt haben wir nochmal genauer ein bisschen aufgeführt, was sind die Gründe dafür, dass die politischen Generalstreiks zunehmen. Einerseits, was, wie wir alle wissen, haben sich die unsicheren Arbeitsverhältnisse ausgedehnt. Dadurch sind die Gewerkschaften in den einzelnen Branchen nicht mehr so stark. Und dadurch ist es, sind Generalstreiks, wo alle zusammenfinden können, eher etwas, wo diese Leute, die dann in den Arbeitsplätzen vereinzelt sind, nochmal zusammenkommen können. Dann ist es so, dass der Organisationsgrad in der Industrie sehr stark abnimmt, dadurch, dass halt auch einfach rationalisiert wird in der Industrie und die Gewerkschaften da an Macht verlieren. Das heißt, diese ökonomischen Streiks sind nicht mehr wirklich ein Ausdruck, die in den Branchen stattfinden, von dem, was passiert, und deswegen verlagert es sich auf diese Generalstreiks. Und dann ist es so, dass schon vor der Krise sind ja die Zahl der Generalstreiks angestiegen, und die Generalstreiks sind ja auch meistens eine direkte Konfrontation mit der Regierung. Also es hat auch damit zu tun, dass die Regierung rigider kürzen im Sozialbereich, dass sie Löhne kürzen, zum Beispiel im öffentlichen Dienst. Und dass damit es auch eine direktere Konfrontation mit den Regierungen gibt. Also deswegen Generalstreiks und politische Streiks im stärkeren Maße, weil klar ist, dass die nationalen Regierungen direktere Gegner sind, als früher der Fall war. Also es ist aber natürlich ein Problem, dass diese ökonomischen Streiks abgenommen haben. Man kann sagen, okay, es gibt irgendwie über diese Generalstreiks und politische Streiks eine stärkere Konfrontation, die öffentlich ausgehandelt wird, aber sie ist sozusagen auch schwächer. Es ist eigentlich auch ein Ausdruck der Schwäche, dass man es nicht mehr gelingt, in den Branchen einfach ökonomische Streiks zu führen und da Bedingungen zu verbessern. Das ist eher eine Verlagerung aus der Not raus. Dann ist jetzt natürlich im Kontext der Krise, wurden die Kürzungspolitiken halt sehr stark und auch kompromisslos durchgedrückt. Ups, da hat jemand du mich gegen das Licht lehnst. Also, und es gab sozusagen gar keine Verhandlungsebene mehr. Normalerweise haben sich Regierungen ja auch zusammengesetzt mit den Gewerkschaften vorher, bevor sie irgendwelche Pläne hatten, dann hat man noch so ein bisschen hin und her verhandelt. Das wurde jetzt seit der Krise einfach nicht mehr gemacht. Und dadurch ist diese Konfrontation entstanden. Aber es ist dann auch mehr so ein Ventil, also so ein bisschen Druck ablassen, diese ein- bis zweitägigen Streiks, als das jetzt halt, ne, wir haben gesehen, sie haben auch keine Erfolge. Also es bleibt noch immer bei dem demonstrativen Charakter, aber gleichzeitig sind dadurch natürlich diese Generalstreiks auch öffentliche Orte, wo sich auch wieder sowas wie ein Arbeiterwiderstand einen öffentlichen Platz findet und zusammenkommt und sichtbar ist. Auch wenn es noch sehr defensiv bleibt und keine Erfolge da sind, aber es ist klar, man kommt dort zusammen, so wie man in den Arbeitsplätzen häufig nicht mehr zusammenkommt. Und ganz klar, was hier noch steht, dass dadurch, dass die Regierungen halt auch sehr stark in diese die Kürzungen der Löhne zum Teil, die Kürzungen im öffentlichen Dienst sehr stark waren, wurde klar, dass es auch eine direkte Konfrontation mit der Regierung ist und auch deswegen natürlich mehr politische Generalstreiks. So, das ist das, was ich schon mal gesagt habe. Dieser Streiktyp spiegelt eine Situation wider, die gleichzeitig von der tiefen Krise und der Schwäche der Arbeiterklasse geprägt ist. Also die Unzufriedenheit drückt sich dadurch aus. Auch die Situation, dass viel gekürzt wird und dadurch natürlich auch die Gewerkschaften sich genötigt fühlen, da zu mobilisieren. Aber es ist keine offensive Situation. Es ist eine, wo es eine unheimliche Massenbeteiligung gibt an diesen Generalstreiks, wie man es seit Jahren nicht mehr hatte.
also besonders in den südlichen Ländern, aber auch in Ländern wie Großbritannien, die jetzt nicht wirklich Generalstreiks hatten, aber doch sehr große Streiks im öffentlichen Sektor, seit das erste Mal seit den vielen Jahren in Großbritannien. Also es passiert unheimlich viel, aber es ist sozusagen noch machtlos. Es ist keine Situation der Stärke. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen auf diesen unbefristeten Streik in Frankreich 2010 ein. Warum darauf? Also natürlich einmal, weil wir es im Buch ausführlich behandelt haben, deswegen kann ich noch viel darüber sagen. Aber auch deswegen, weil das ein Streik war, der so diesen Typus verlassen hat, dass man so ein bis zwei Tage streikt. Das haben die da auch monatelang gemacht. Das ging im Sommer 2010 los, da gab es diese Rentenkürzungspläne, vor allen Dingen ging es darum, dass das Rentenalter von 60 auf 62 heraufgesetzt werden sollte. Und da gab es relativ erfolgreiche Mobilisierungen im Sommer, schon 2010, mit bis zu 1-2 Millionen Beteiligten an den Demonstrationen. Die waren dann auch in der Woche, also jetzt nicht so Wochenenddemonstrationen, wo die Leute dann einen Tag der Arbeit ferngeblieben sind. Normalerweise wäre das übliche Muster gewesen, dass es in Frankreich dann zu Verhandlungen kommt. Also die machen ein paar Mal so diese eintägigen Generalstreiks, wie man das bei uns nennen würde. Und dann setzt man sich zusammen mit der Regierung und versucht dann noch so ein bisschen dran rumzuschrauben. Man sagt dann, ja okay, die und die Gruppen nehmen wir aus, zum Beispiel von der Regelung. Da wäre dann normalerweise nicht viel passiert, je nachdem wie groß die Proteste sind. Das Neue war, dass Sarkozy hat einfach gar keine Verhandlungen angeboten. Und die Gewerkschaften haben immer noch gehofft, dass es passieren würde. Und dann eigentlich in letzter Minute, als es schon kurz davor war, dass das Gesetz durch die verschiedenen Kammern ging, kam es dann doch zu einem großen Streik, der auch sehr stark von der Basis aus dann gefordert wurde. Oder die haben zum Teil in manchen Sektionen einfach angefangen, unbefristet zu streiken, in manchen Branchen. Und dann mussten die großen Gewerkschaften nachziehen, weil sie das Gefühl hatten, okay, das gerät uns aus der Hand. Das Ganze fing dann im Oktober 2010 an und war ein unbefristeter Streik. Also der, sozusagen dieser unbefristete Streik wurde von einigen Teilen erstmal angefangen, in einigen Bereichen, und dauerte dann so ungefähr 3 Wochen. Und dann fing es an abzubröckeln, besonders nachdem das Gesetz dann durch die zweite Kammer durch war und Sarkozy das 3-4 Wochen lang ausgehalten hat, diesen unbefristeten Streik, dann ist es auch abgebrochen. Danach waren dann auch noch Herbstferien. Das war so der grobe Verlauf. Ich gehe jetzt nicht auf die ganzen Details ein, aber obwohl es eine sehr, sehr große Beteiligung war, gab an diesem Streik, haben die Gewerkschaften gar nichts durchgesetzt. Und das hat sozusagen Fragen aufgeworfen. Also es gab erfolgreiche Proteste gegen ähnliche Rentenkürzungen 1995 und 2006. Also 1995 ging es auch um Rentenkürzungen und 2006 ging es darum, dass Jugendliche bei ihrem ersten Arbeitsvertrag zu geringeren Löhnen eingestellt werden sollten. Und auch da gab es dann große Demonstrationen, das wurde komplett zurückgenommen. 1995 war man auch erfolgreich. Man hat jetzt eigentlich auf ein ähnliches Muster gesetzt, ist aber nirgendwo damit gelandet. Also die Beteiligung war sehr groß an den Demonstrationen. Also zum Beispiel im berühmten Mai 68 haben nur ungefähr 500.000 Leute demonstriert Ende Mai bei den großen Demonstrationen. Und 2010 waren es in Frankreich an mehreren Tagen 2-3 Millionen Demonstranten. Ungefähr so viel wie auch 1995, also eigentlich sehr viele Leute auf der Straße. Gleichzeitig war aber die Zahl der Leute, die tatsächlich gestreikt haben, vergleichsweise gering. Also es waren ungefähr 750.000, um das mit dem Mai 68 zu vergleichen. Da haben zumindest zum Ende der Streikwelle 9 Millionen Arbeiterinnen gestreikt, das ist natürlich viel mehr. Die haben natürlich nicht alle was gemacht, diese 9 Millionen, also viele davon sind einfach zu Hause geblieben, aber die haben halt gestreikt irgendwie. Und es war diesmal dann doch effektiv, waren halt viele Leute auf der Straße, aber es haben nicht so viele gestreikt. So, hier die Frage, was lief falsch? Es ist jetzt natürlich ein besonderer Fall, Frankreich, aber ich glaube, dass wir da auch ein paar Sachen sehen, die so generell die Schwierigkeit von Streiks, erfolgreichen Streiks heutzutage erkennen, dass man die da erkennen kann. Also einmal ganz profan, wichtige
Berufsgruppen, die bei den Streiks immer wichtig waren in Frankreich in den letzten Jahren, zum Beispiel wie die Leute, die bei der Eisenbahn arbeiten oder die Studierenden, die haben sich fast gar nicht beteiligt, da die gerade ziemlich lange Konflikte hatten, bei denen sie Niederlagen erlitten haben und die waren einfach nicht mehr zu mobilisieren. Die waren irgendwie frustriert, die sind zu Hause geblieben, bei der Bahn lief noch ein bisschen was und bei der U-Bahn in Paris, aber das war es dann auch und die Studierenden, da passierte fast gar nichts. Die haben nochmal so einen Aktionstag gemacht, da kamen aber nicht viele. Was waren die wichtigsten Stützen des Streiks? Das waren ganz klar die Erdölraffinerien. Da war es so, dass auch eine sollte komplett geschlossen werden. Die hatte auch eine linken Gewerkschaft organisiert und die haben angefangen, dann sind die anderen dazugekommen. Also es gab da generell Kürzungspläne bei den Raffinerien. Dann war ganz wichtig die Häfen. Da gab es halt, die sind auch sehr unter Druck, was Kürzungspläne angeht. Und dann gab es noch eine regionale Besonderheit, dass der öffentliche Sektor in der ganzen Region um Marseille gestreikt hat in diesem Streik, weil die auch nochmal parallel eine Auseinandersetzung hatten. Also es waren alles Sektoren, die eh irgendwie von Kürzungen betroffen waren, die sich da sehr engagiert haben. Als dann das schon so war, dass der Treibstoff dann so langsam ausging und die Hälfte der Tankstellen schon kein Benzin mehr hatte, haben sich dann auch noch die Lastwagenfahrer angeschlossen, die dann auch noch Straßen blockiert haben, sodass eigentlich gar nichts mehr irgendwie lief für eine Weile. Eins der Probleme war aber, dass außerhalb von diesen Schwerpunkten, die ich da jetzt gesagt habe, Raffinerien, Häfen und so weiter, waren die Streiks sehr zerstreut über verschiedene Branchen, verschiedene Arbeitsplätze. Also an manchen Arbeitsplätzen hat dann einer gefehlt oder zwei, was sozusagen auch den neuen Arbeitsverhältnissen entspricht, dass es alles sehr verstreut ist. Und das hatte dann wiederum zur Folge, dass die Demonstrationen viel wichtiger wurden, weil das waren dann die Treffpunkte, wo die Leute wieder zusammenkamen. Also es haben nicht so ganze Abteilungen gestreikt, das war halt eher selten. Das Problem ist natürlich, dass wenn dann ein, zwei Leute fehlen, dann ist der Betrieb nicht lahmgelegt, dann hat das keine Wirkung. Demos sind schön, die stehen in der Zeitung und die Leute treffen sich da, aber es hat halt keine Wirkung darauf, dass dann sozusagen die Ökonomie lahmgelegt ist, dass Verluste gemacht werden oder dass irgendwas nicht funktioniert. Also das hat sozusagen ein Problem dargestellt, irgendwie diese Zerstreuung der Arbeitsverhältnisse. So, was lief noch falsch? Die Streiks in den Raffinerien, die waren erstmal sehr effektiv, weil nicht nur die Raffinerien waren blockiert, sondern auch die Treibstoffdepots. Da haben sich dann auch zum Teil örtliche Komitees aus verschiedenen Branchen zusammengefunden. Nach ungefähr 10 Tagen hatten dann, wie gesagt, waren die Hälfte der Tankstellen hatte nichts mehr. Und es fing dann auch an, dass in der Industrie einzelne Fabriken keinen Treibstoff mehr hatten. Ich glaube, in der Lebensmittelindustrie fing das an, dass sozusagen das die betraf. Dann war es aber so, sobald dann die Polizei und das Militär angerückt sind bei diesen Raffinerien, haben die Streikenden ihre Blockaden ziemlich schnell aufgegeben. Also es war jetzt von den Gewerkschaften, vor allen Dingen von der CGT, die früher in die Kommunistische Partei angedockt war, jetzt schon demonstrativ und dann ging das Benzin aus, aber als es dann wirklich knapp wurde, haben die dann gesagt, ja okay, dann gehen wir jetzt. Also die haben es nicht wirklich so ganz konsequent organisiert. Also wollten vielleicht auch nicht diese Konfrontation. Das Ganze hatte auch damit zu tun, dass die wichtigsten Gewerkschaften sind die CFDT, die ist eher so rechtssozialdemokratisch, und die CGT, so ein bisschen linker. Die wurden in einem früheren Konflikt gespalten, hat dann die CFDT mit der Regierung eine Vereinbarung gemacht und dadurch war die ganze Sache dann durch. Deswegen war es der CGT jetzt sehr wichtig, als linkerer Gewerkschaft zu sagen, nee, wir arbeiten zusammen, wir lassen uns nicht spalten, das gelang auch. Das hat aber dazu geführt, dass man dann sozusagen auch da nicht so eine entschiedene Strategie hatte, dass also sozusagen, sobald es dann so weit war, dass dann in der Wirtschaft, die produziert hat, es keinen Treibstoff mehr gab, haben dann eben diese beiden großen Gewerkschaften im Fernsehen gesagt, so diese Blockaden, das finden wir nicht gut und davon distanzieren wir uns. Da gab es natürlich andere, kleinere Gewerkschaften wie die SUD, die dann gesagt haben, nee, wir machen das weiter, wir finden das gut und so, aber da war einfach nicht der Rückhalt. Also die Strategie von diesen CFDT und CGT als den größten Gewerkschaften hat halt nicht wirklich sozusagen die Konfrontation durchgehalten, obwohl es keinerlei Verhandlungsangebote gab. Und das ist so der nächste Punkt, dass die großen Gewerkschaften, warum haben die so gehandelt? Die waren deswegen nicht bereit für eine Konfrontation mit der Regierung,
da sie dachten, okay, wenn wir mit Sarkozy in die Konfrontation gehen, dann müsste ja die Sozialistische Partei als Alternative in der Lage sein, die Regierung zu übernehmen. Die Einschätzung von den großen Gewerkschaften war aber, dass die Sozialistische Partei in der Zeit halt nicht in der Lage war. Einerseits war die gespalten in der Frage der Renten, also bot da nicht wirklich so eine Alternative. Und zum anderen war man uneinig darin, wer jetzt eigentlich in der Parteiführung ist. Da gab es halt so einen Personalstreit und damals halt noch Aubry oder Strauss-Kahn, was natürlich heute etwas bizarr anmutet. Aber sozusagen die Gewerkschaften haben nicht gesehen, dass da eine Alternative bereit ist, an die Regierung zu gehen. Also das war sozusagen ihre Denke, warum die da so ein bisschen zurückhaltend waren, jetzt mit Sarkozy sich ganz anzulegen. Und dann war es aber einfach so, dass die Taktik von Sarkozy während des Streiks einfach gar keine Verhandlungen oder Zugeständnisse anzubieten, was normalerweise immer das Muster war, egal ob bei rechten oder bei linken Regierungen. Die haben halt immer nach Protestaktionen gesagt so, ja, wie wäre es denn hiermit, wie wäre es denn damit, irgendwie so, manchmal auch natürlich blöde Angebote. Aber es gab wenigstens irgendwelche, es gab irgendwie Gespräche und Sarkozy hat einfach gesagt, der hat einfach gar nichts angeboten. Und das hat die Gewerkschaften auch überrumpelt, also darauf waren die nicht vorbereitet. Weil es war so ein etabliertes Muster, die Gewerkschaften machen eine Demo, es gibt irgendwie Gespräche, dann sagen die, nee, das reicht uns nicht, was die Regierung anbietet. Aber er hat halt einfach gar nicht, er hat es einfach ausgesessen und gesagt, nee, ich zieh das durch. So, was kam noch dazu? Und das sind jetzt auch so die allgemeineren Punkte. Dass Sarkozy das so durchgezogen hat, war, glaube ich, nicht nur sein persönlicher Politikstil, dass er gesagt hat, ich bin ja jetzt irgendwie konsequenter, sondern es hatten sich halt einfach die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse sehr stark verändert mit der Finanz- und Wirtschaftskrise. Es ist ja so, ne, da komme ich auf das zurück, was ich vorher gesagt habe, die ganzen Generalstreiks seit 2008 haben fast alle, obwohl sie unheimlich große Beteiligung haben im Vergleich mit den letzten Jahren und Jahrzehnten, kaum was erreicht. Und das haben meiner Meinung nach auch hier die Gewerkschaften in Frankreich zu wenig gesehen. Die haben gesagt, okay, wir machen die Taktiken und Strategien, die haben in den letzten Jahren funktioniert. 95 haben wir die Kürzung abgewehrt, 2006 das, wir machen wieder dasselbe Programm. Aber es war einfach eine ganz andere Situation. Und die Gewerkschaften waren auch sehr stark darauf konzentriert, sozusagen einen Meinungsumschwung herbeizuführen. Es gab eine sehr große Unterstützung für den Streik, über 60%, sozusagen durchgängig über diese 3 Wochen. Und man hat gedacht, okay, die Sozialistische Partei, die ist jetzt noch nicht bereit, aber 2012, wenn wir so einen Meinungsumschwung haben, dann kommt sie vielleicht ja an die Macht und dann kann man so die Rentenkürzungen das so ein bisschen verschieben. Das ist ja dann auch so passiert, dass die Sozialistische Partei 2012 sowohl Regierungen gestellt hat wie den Präsidenten. Es hat leider nur nicht so viel gebracht, weil die von Hollande dann angekündigte Rückkehr zum Rentenalter von 60 wird nur 110.000 Menschen betreffen, weil er die Regelung sozusagen so gestaltet hat, dass es nur sehr wenige betrifft. Also ja, das eine Ziel wurde zwar erreicht, Regierungswechsel, aber was jetzt tatsächlich die Frage der Rentenkürzung anging, ist dabei nicht viel rumgekommen. Es ist also sozusagen oft so, dass dann die sozialdemokratischen Regierungen nicht wirklich was verändern wollen oder können, je nachdem, oder beides. Gut, das war jetzt sozusagen Frankreich als so ein Ausschnitt, der aber vielleicht in ein paar Punkten auch was sagt über die generelle Situation. Wir haben versucht, dann noch so ein paar strategische Schlussfolgerungen rauszuholen, sozusagen, was muss man anders machen, was können wir daraus lernen. Also einmal ist klar, diese Kürzungspolitik ist das vorherrschende Muster des Angriffs auf die Arbeiterklasse in Europa und es erfordert auch eine europaweite Antwort der Arbeiterinnen. Und dieser europäische Generalstreik war natürlich schon mal ein erster Schritt, aber es ist ja auch nur in bestimmten Ländern was passiert. In Deutschland zum Beispiel, da waren so ein paar hundert Leute in Berlin, erst auch nachdem irgendwie so ein paar linke Gruppen mobilisiert hatten, ist dann der DGB nachgezogen. Ich glaube, in anderen Städten war das ähnlich. Es gab im März 2012 schon so einen europaweiten Aktionstag des Europäischen Gewerkschaftsbundes. Da waren in Spanien 120.000 Leute auf der Straße an dem Tag. In Frankfurt gab es dann eine Kundgebung des DGB, da waren 150. Also da kann man jetzt nicht sagen, die haben schlecht mobilisiert, sondern das ist schon eindeutig so Sabotage. Also das ist einfach das Problem, die deutschen
Gewerkschaften machen zwar immer große Erklärungen, die auch man in der Presse meistens nichts davon liest, dass ja, ja Solidarität mit den griechischen Arbeitnehmerinnen und sonst wo und überall, aber eigentlich sozusagen faktisch ist man ganz zufrieden damit, dass hier nicht ganz so viel gekürzt wird und lässt die Sachen so laufen. Also das gibt es viel Verbalradikalismus beim DGB, aber wenig jetzt substanzielle Mobilisierung. Und da lässt man sich sozusagen auch spalten oder macht diese Spaltung mit. Was jetzt diese europaweite Antwort angeht, ist natürlich die Schwierigkeit, es gibt diese sehr verschiedenen Bedingungen. In Deutschland, wie gesagt, ruht man sich noch so aus irgendwie. Der Export bricht dann noch nicht so ein oder nur so allmählich irgendwie. Ja, also es ist so, es ist klar, dass es die Krise, die Euro-Krise auf lange Sicht halt auch Auswirkungen auf Deutschland haben wird, weil der Export zurückgeht, aber sozusagen, ne, es gibt dieses sich ausruhen und die verschiedenen Bedingungen, ne, die, wo das noch nicht so stark zusammenkommt. Dann, was man auf jeden Fall schlussfolgern kann, ist, dass diese Demonstrationsstreiks natürlich wichtig sind, dass überhaupt eine Öffentlichkeit entsteht, aber dass die halt sehr beschränkt bleiben und es eigentlich die Notwendigkeit gibt, halt längere Streiks durchzuhalten und sozusagen die Mobilisierung zu verstetigen. Also in Griechenland höre ich das von vielen Leuten, mit denen ich ab und zu spreche, von dort, die dann hier sagen, oh, wir haben jetzt so viel protestiert, hat alles nichts gebracht. So, da ist jetzt schon eher so eine Müdigkeit entstanden, weil es dann eine sehr starke Mobilisierung gab über ein, zwei Jahre. Und in Spanien ist es sehr kontinuierlich. Das hat auch damit zu tun, dass die Leute natürlich sehr stark dort betroffen sind und auch dass die so 15 Jahre lang so einen Aufschwung hatten und jetzt geht es steil bergab. Das ist auch noch sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern. Dann sind die Streiks natürlich ein wichtiger Treffpunkt, wo halt auch verschiedene Protestbewegungen sich treffen. Also es gab ja auch zum Beispiel die Platzbesetzung als eine Welle in Spanien und Portugal und Griechenland, die dann wieder ein bisschen abgeebbt ist und die Gewerkschaften stellen natürlich schon trotz ihrer manchmal zwiespältigen Rolle etwas relativ Beständiges dar, wo dann auch bei den Streiks oder Generalstreiks, sofern die stattfinden, dann doch viele verschiedene Leute zusammenkommen. Also diese Platzbesetzungen haben ein, zwei Jahre durchgehalten, aber sind jetzt wieder verschwunden und da sind tatsächlich die Streiks etwas, wo sich die Leute treffen, aber es bleibt halt schwierig, diese verschiedenen Protestbewegungen, dass die zusammenkommen. Da gibt es dann halt natürlich auch häufig von den Gewerkschaften noch so eine Arroganz gegenüber den anderen, die vielleicht nicht so kontinuierlich organisiert sind, aber zumindest aus so Gesprächen mit jetzt Gewerkschafterinnen aus Spanien und Portugal haben wir auch mitgekriegt, dass es da doch auch viel Zusammenarbeit gibt zwischen diesen so Empörten und Platzbesetzungen und den Gewerkschaften, also zumindest von Teilen der Gewerkschaften. So, was uns noch aufgefallen ist, ist, dass in diesen politischen Streiks sich zwei Deutungen stark verbinden, nämlich die Forderung nach wirklicher Demokratie und die Forderung nach anderer Verteilung der Ressourcen oder des Reichtums. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erzählung, wo in verschiedenen Ländern die Bewegung vielleicht noch oder die Gewerkschaften darauf hinarbeiten müssen, das irgendwie zusammenzubringen. Also, das ist in verschiedenen Ländern Thema, Demokratiethema und Umverteilungsthema oder Verteilungsthema, dass die auch verbunden werden, aber sozusagen, dass man auch gemeinsame Slogans findet oder vielleicht gemeinsame Veröffentlichungen, gemeinsame Texte oder ne, gemeinsame Forderungen. Das fehlt noch ein bisschen, aber eigentlich sind die Themen Demokratie und Verteilung und was hat das miteinander zu tun? Die sind eigentlich überall präsent. Also, und das ist vielleicht eine Erzählung, an der man noch so ein bisschen weiter stricken müsste, um sie greifbarer zu machen. Insofern sind auch die politischen Streiks selber Waffen im Kampf um diese Demokratie, also weil die Möglichkeiten der Lohnabhängigen irgendwie Einfluss zu nehmen auf die nationalen Politiken sind ja immer geringer geworden. Also mit der Krise sozusagen entziehen sich diese Entscheidungen noch viel stärker den nationalen Bereich, also es geht ja so weit, dass in einigen Ländern, in Griechenland, Italien sogar das Recht des Parlaments über das eigene Budget zu bestimmen abgeschafft wurde, was eigentlich immer auch von den Konservativen
Demokratietheoretikern als der Kernpunkt der parlamentarischen Demokratie angesehen wurde, dass das Parlament über den Haushalt entscheiden kann. Auch das wurde ja weggewischt. Und die politischen Streiks und Generalstreiks sind halt auch selber wieder eine Art praktizierte Demokratie, die von unten kommt und die wieder zumindest denkbar macht, dass man Einspruch erhebt. Also der Einfluss ist noch nicht da, weil sie relativ wirkungslos bleiben. Aber der Anspruch ist sozusagen damit verbunden, dass Demokratie mehr ist als jetzt die Troika oder der IWF oder die EU entscheiden XY. Und dass Finanzkrise und Demokratie in sehr großen Spannungsverhältnis zueinander stehen, ist ja die letzten zwei Jahre auch durch die Medien gegangen, nicht zuletzt durch Jürgen Habermas. Und so, das ist immer noch dieses Potenzial, was in diesen Generalstreiks und politischen Streiks drinsteckt. Und damit bin ich auch zum Ende. ja, Fragen, Diskussionsbeiträge? Ich mach mal Licht an, dann ja. Sehen wir euch alle mehr. Du hast jetzt einen Vortrag gefilmt, was machst du jetzt? Ich filme ihn weiter und wer spricht, kommt aufs Mikro. Wer nicht aufs Mikro wird, möchte, sagt Bescheid, dann schneide ich es raus. Mein Vorschlag. Einverstanden, Widersprüche? Gut. Ja, dein Publikum. Ich komme nicht nach vorne, du machst es. Ja, wie gesagt, es gibt Diskussionsbeiträge, Fragen. Ich kann noch mal einzelne Aspekte vertiefen. Ja, ich habe eine Frage dazu. Nach dem, was du ausgeführt hast, kommt man ja zum Schluss, dass man eigentlich die Gewerkschaften als, sagen wir mal, als Organisation für Arbeitnehmerinnen, Vertreter und andere eben ausgegrenzte Gruppen doch eigentlich nicht mehr ernst nehmen kann. Und dass man die vielleicht ausschließen sollte und vielleicht eine Alternative zu denen suchen sollte, auch in betrieblicher Hinsicht. Weil, so wie du das auch dargestellt hast, das hast du ja auch gesagt, ne, dass selbst diese Gewerkschaften in Frankreich, die sonst ja immer sehr kämpferisch waren, eigentlich auch kein Rückgrat bewiesen haben, sondern auch irgendwie an die Wand gestellt worden sind. Und die Frage ist, ob man einfach noch die Gewerkschaft eigentlich als Kampfpotenzial ernst nehmen kann. Ja, mit den Gewerkschaften ist natürlich so eine schwierige Frage schon seit, wahrscheinlich schon seit immer. Ich denke nicht, dass man wirklich auf sie verzichten kann. Die sind halt im Kampfterrain selber, ne, wo verschiedene Leute um Einfluss kämpfen, was man auf keinen Fall aufgeben sollte. Es ist aber auf jeden Fall auch immer wichtig, außerhalb der Gewerkschaften noch eigene, selbstbestimmte Gruppen zu haben, die dann auch darauf Einfluss nehmen können. Es ist natürlich so, dass die erstmal auch durch die jahrelange Einbindung in Regierungen sehr häufig auf Kompromisse und auf wir verwalten jetzt so ein bisschen die Unzufriedenheit, ändern aber nicht wirklich was, das ist schon so die dominante Ausrichtung. Aber gleichzeitig sind da natürlich wahnsinnig viele Leute, die sozusagen zu denen gehören, die nicht privilegiert sind, organisiert und die treffen sich da auch und diskutieren da. Und wenn das einfach weg ist, dann gibt es, glaube ich, ne, nicht mehr so den Raum, wo die Leute sich überhaupt noch treffen, wo die überhaupt noch zusammenkommen. Ich wüsste nicht wo. Also so andere Organisationsformen sind halt da kommen viel weniger Leute zusammen. Also ich sage jetzt mal in der linksradikalen Szene oder so. Das sind halt dann so ein paar Mannequins irgendwie. Im Gegensatz zu einer Gewerkschaft, die 2-3 Millionen Mitglieder hat. So, das ist halt schon noch ein Unterschied. Deswegen. So, es ist immer so eine Gratwanderung, aber die sozusagen aufzugeben als, ne, Ort, wo man sich trifft, wo man zusammenkommt, finde ich schwierig. Da vorne war noch eine Menge. Ja, wir hatten ja in Deutschland einen erfolgreichen Generalstreik. Es war 1920, als der Kapp mit den Militärs geputscht hat und dann durch den Generalstreik weggefegt wurde.
Nun gibt es in den südlichen Ländern bei den Generalstreiks eine neue Situation. Die machen Generalstreiks und keiner hört hin. Das heißt, auch die Adressaten schweigen, machen weiter, so dass der Generalstreik keine Wirkung hat. Was muss noch passieren? Ja, schwierige Frage. Wahrscheinlich muss die Situation sich erst noch weiter zuspitzen. In Spanien haben wir jetzt das Phänomen, dass sich ständig Leute verbrennen oder auch umbringen wegen den Zwangsräumungen. Und auch aus dieser Situation entsteht ziemlich viel Widerstand. Die Leute, die sich gegen Zwangsräumungen in Spanien organisieren, haben jetzt am 16. Februar in ganz Spanien mobilisiert. Die haben inzwischen 100 Ortsgruppen. Und da kamen dann auch 200.000 Leute in ganz Spanien zu den Demonstrationen. Aber auch das ist sozusagen aus einer Not erstmal heraus. Ne? Die sind inzwischen auch parallel zu den Gewerkschaften sehr gut organisiert. Erreichen auch oft, dass Leute doch in ihren Wohnungen bleiben können. Inzwischen haben auch in einzelnen Städten die Schlosser und die Feuerwehrleute in Spanien erklärt, dass sie nicht mehr an Zwangsräumungen sich beteiligen. Wir haben das in Berlin auch versucht, es hat leider nicht geklappt mit den Schlossern, aber man hat schon das Gefühl, es muss erst ziemlich schlimm kommen, dass dann ne, noch was passiert. So. Ja. Ich wollte sagen, das Wissen nach dem Zweiten Weltkrieg, die 50er, die 60er und die 70er Jahre, noch die 80er Jahre, war die Gewerkschaft sehr, sehr stark, gut, unabhängig davon. Nach der Wende, ab 1989, die 90er Jahre und jetzt 2000, sind die Gewerkschaften, muss ich ehrlich sagen, sehr tief. Auch die Menschen sind nichts mehr, die jungen Leute sind nichts mehr für Demonstrationen und so weiter. Es ist ein Problem, ein menschliches Problem von unserer Gesellschaft heute, glaube ich. So glaube ich. Danke. Ja, können wir ein bisschen sammeln? Die Frage ist jetzt, wie weit soll das gehen? Portugal, riesengroße Demonstrationen. Spanien, Italien auch, heute waren die Wahlen. Die Mitte-Links-Regierung hat die Mehrheit, aber das wird ein riesengroßes Problem, eine Regierung zu bilden. Bulgarien, waren Demonstrationen, in zwei Wochen war die Regierung weggefegt worden. Und jetzt kommen wir in Griechenland. Wir sind hier alle Griechen. Immer weniger Demonstranten kommen auf die Straße, wenn Generalstreik passiert oder ausgerufen wird. Die Menschen sind immun, die sind apathisch geworden. Die machen sowieso, was sie wollen. 4.000 Menschen in Griechenland haben Selbstmord gemacht. 500.000 sind Arbeitslose. 3,5 Millionen leben unter dem Armutsgrenze. Ja, was jetzt meine Heimat da unten passiert, aber bei den anderen sind auch nicht besser. Ja, von wem wird das einfach geleitet? Wer steckt dahinter? Heute noch, da habe ich auch in die Griechen nachgehört, der frühe Ministerpräsident Papandreou hat einen Vortrag in der Columbia Universität in Amerika gehalten. Und ist ein Student einfach hochgekommen und sagte einfach provokativ, da hat der Scheiße Griechenland gibt, der hat ihn richtig herausgefordert. Und da stellt der Kerl auf, der sagt, ja, wir haben Scheiße gebaut in Griechenland. 4.000 Tote. Das Griechenland ist fix und fertig. Aus. Feierabend, das geht nicht mehr. Ja, wir haben Scheiße Griechenland gebaut. Da war eine ferngesteuerte Robot, sonst nichts. Nee, das war er nicht. Also der hat Politik gemacht. Der war kein ferngesteuerter Roboter. Der hat für, da sind ja vielleicht 4.000 Leute, haben sich da umgebracht. Aber da sind 1.000 Leute,
die haben gelebt in Saus und Braus, nämlich das Umfeld der Regierung und der Parlamentarier haben gelebt, dass das krachte und haben das Geld genommen, dass das krachte. Ja? Und wenn der so frech ist und sagt, wir haben Scheiße gemacht, dann muss man darüber lachen. Ne? Der hat nämlich keine Scheiße gemacht, hat das Geld eingesackt. Da gehen jedes Jahr seit der Krise gehen 40 Milliarden in die Schweiz oder in die Bundesrepublik. Oder 700 Milliarden Euro, ja, okay, das will werden ich in die Schweiz verzinst. Ja, ich habe den Krieg, ja, ich sag, was jedes Jahr seit der Krise, die ist ja 7 Jahre lang da, ob das jetzt 500 oder 700 Milliarden. Das ist mir jetzt egal. Aber was die Tatsache ist, dass da eine Schicht das Land ausgenommen hat. Ne? Wie ein Stück Vieh ist das ausgenommen worden, das Land. Ne? Und das Problem in Griechenland ist, dass die Gewerkschaften, das war ja auch hier zum Teil im Vortrag gesagt worden, dass die Gewerkschaften total zersplittert sind oder mit dieser Methode einverstanden waren, weil sie davon was abgekriegt haben. Eine Kleinigkeit. Also wenn in Griechenland ein Generalstreik ist, dann muss man wissen, dass wenn die drei Gewerkschaftsbünde mit den Wutbürgern, wie man, oder die heißen ja da anders, wenn die sich dann in Bewegung setzen, dass sie noch nicht mal auf einen Platz gehen. Ne? Da geht jeder für sich gesondert im Demonstrationsmarsch und dann finden die sich noch nicht mal in einem Platz zusammen. Und wenn dann das Parlament umzingelt wird, damit das die Abstimmung, die an dem Tag da passieren sollte, wenn die dann Wirklichkeit geworden ist, dann, also wenn das Ziel ist von einer größeren Gruppe mit mehreren tausend Menschen, dann kommt eine Gewerkschaft und macht Bahn für die Abgeordneten, dass die ins Parlament reinkommen. Ne? Das ist die Situation. Ne? Und die Ziele, die die hatten, die waren grauenhaft. Die ändern sich jetzt. Und mit Syriza und so weiter ist ja zumindest eine Diskussion angestoßen. Aber die Ziele in Griechenland ganz zu Anfang war, die Merkel soll uns mehr Geld geben. Das haben die auf jeder Demonstration gerufen, die Merkel soll uns mehr Kredit geben. Solche Positionen sind lachhaft. Die sind richtig lachhaft. Moment, da muss ich widersprechen. Nur wenn ich vergesse, dass die Bundesregierung billige Geld von der Europäischen Zentralbank genommen hat, zu 1% und zum 6 oder 7% weiter verkriegt hat. Bundesregierung? Ja. Da hat auch selbst der Schäuble zugegeben. Ja, davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass auf den großen Demonstrationen keine politischen Ziele gemacht worden sind, sondern das Ziel, dass die größten Plakate vor 5 Jahren waren, die Merkel und Deutschland und Europa soll uns mehr Geld geben. Ich meine, was ist das für ein politisches Ziel? Auf dem Generalstreik. Ich sage kurz noch mal was. Mein Lieblingsbeispiel immer für den Zusammenhang von den deutschen Löhnen und der Situation in Griechenland ist diese Sache mit den Kitas in München. Es gab irgendeinen Kita-Träger, ich weiß nicht mehr, die Diakonie war es, glaube ich, oder die Caritas. Irgendein christlicher Kita-Träger, Kita-Ausbau ist ein ganz Deutschland-Thema. Kita-Ausbau gibt es auch in München. Die Löhne sind, wie wir wissen, ziemlich niedrig in Deutschland für Leute, die in der Kita arbeiten. Also da macht der Staat sozusagen Ausbau des Niedriglohnsektors mit dem Kita-Ausbau. Die Nebenbemerkung verdanken wir jetzt, aber... die haben aber keine gefunden in München, weil die Löhne halt so niedrig sind in den Kitas, und haben dann in Griechenland Erzieherinnen angeworben, die Deutsch sprachen, und die waren ganz froh, dass sie einen Job bekommen sind, nach München gekommen. Also das Beispiel reicht eigentlich, damit man irgendwie so ein bisschen versteht, wie eigentlich der Zusammenhang ist. Da muss man vielleicht gar nicht so viele Zahlen. Das ist irgendwie schon, ja, da hinten war eine Meldung. Ja, aus Oberhausen von der Revolutionären Initiative. Ich finde das erstmal sehr verdienstvoll, diese Untersuchung zu machen. Die bietet ja auch viel Diskussionsstoff. Ich werde einen Punkt, den du gesagt hast, dass diese Generalstreiks eigentlich nichts erreicht haben. Da wäre ich nicht so ganz der Meinung, weil die Generalstreiks werden ja auch bestimmte Auswirkungen auf das Bewusstsein der Menschen haben, die sich daran beteiligen. Erstmal, dass die Zunahme von Generalstreiks
irgendwie eine Bewusstseinsentwicklung selber schon mal ausdrücken und dann die Beteiligten, die Millionen, die insgesamt beteiligt sind. Ich weiß nicht, ob du auch sagen kannst, bei diesen ganzen Generalstreiks, wie viele Millionen addiert überhaupt da beteiligt waren, dass die ja auch nochmal das Bewusstsein fördern. So, das finde ich schon, ist natürlich schwierig, so das Bewusstsein, den Bewusststand des Klassenbewusstseins in Griechenland oder Frankreich jetzt zu messen. Ne? Da haben wir jetzt kein Temperaturmesser für oder was immer auch. Die zweite Sache, die ich jetzt ganz wichtig finde oder vielleicht noch wichtiger fände als diese Untersuchung, die ihr macht, ist doch eigentlich, weshalb gibt es, ist das Streikniveau in Deutschland auf unheimlich niedrigem Stand. Also 2011 ist ja ein Tiefstand an Streikbewegung gewesen und ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und wenn ich jetzt so denke, also kein Streik bei Hochtief, obwohl sie den Konzern zerlegen wollen. Kein Streik bei Opel Bochum, da hatte ich zumindest nach dem Stilllegungsbeschluss brennende Autoreifen auf A40 erwartet, da ist aber gar nichts gekommen. Kein Streik bei ThyssenKrupp, obwohl sie aus dem Stahlbereich aussteigen wollen und die ganze Existenz vom Konzern in Frage gestellt ist. Und das ist ein ziemlicher Unterschied zum Beispiel zu 87 Rheinhausen, wo auch so eine Situation war, ein Betrieb soll platt gemacht werden, gab einen ziemlich großen Widerstand zur Situation 97 im März, als die Zechen, alle Zechen besetzt waren. Damals sollte, kam ja der Kohls-Zechenplan raus, möglichst viele Zechen platt zu machen, wo die FDP ja auch eine Rolle spielte. Und die waren ja auf dem Marsch zur Bannmeile, die Bergarbeiter. Die hatten ja die FDP-Zentrale in Bonn blockiert, wo damals ja noch die Hauptstadt, haben die Polizeiketten und die Sperrgitter durchbrochen und waren auf dem Weg zum Bundestag, mehrere tausend, bis dann Oskar Lafontaine und Joschka Fischer sich ihnen in den Weg stellten und sie von der Straße redeten. Aber zumindest gab es andere Reaktionen. Und da bin ich schon relativ entsetzt, wie heutzutage also keine Reaktion gibt, kaum Streiks gibt in solchen Situationen. Und dann ist ja die Frage, was unterscheidet dann die Situation von der BRD von ähnlichen Situationen in anderen Ländern, wo wir uns ja bestimmt auch alle einig sind, okay, die BRD pumpt andere Länder wie Griechenland und Portugal aus, profitiert dafür, hat auch mehr Ressourcen und hat Ressourcen für so eine vertiefte Klassenzusammenarbeit oder Sozialpartnerschaft. Aber die Analyse, die ihr jetzt geleistet habt über diese Generalstreiks, steht eigentlich nur aus für die Analyse der Situation hier. Ja, konnten wir für Deutschland nicht machen, weil es ja keine Generalstreiks gab. Also es gibt auch in dem Buch einen Teil zu Deutschland, auch zu der Debatte in Deutschland, auch zur Geschichte von politischen Streiks in Westdeutschland. Sozusagen, das haben wir nicht vergessen, weil die gab es ja auch wenn sie formell verboten sind, gab es sehr viele davon. In Westdeutschland. Klar, also zum Beispiel Opel Bochum hat mich auch gewundert. Es gab ja zu Anfang der Krise gab es einige Auseinandersetzungen, besonders im Frühjahr 2009 im Automobilbereich, zum Beispiel Mahle in der Nähe von Frankfurt, in Alzenau war besetzt ein paar Tage. Da kam dann auch die Bereitschaftspolizei und so weiter. Es gibt ein paar Beispiele, gerade in der Zeit Frühjahr 2009, wo die Krise gerade frisch war und auch Stellenkürzungen anstanden. Da sind ein paar Sachen gelaufen, die wurden aber größtenteils dann auch von den Gewerkschaften ziemlich schnell so hier Verhandlungen oder bei der Besetzung sozusagen hat auch die IG Metall dann selber irgendwie ihre Leute geschickt, die gesagt haben, wir kommen alle in den Knast. Also haben eher so versucht, ne, auch Sachen auszuhandeln. Und man muss aber gleichzeitig auch sagen, dass was zum Beispiel jetzt in Mahle als ein Beispiel ausgehandelt wurde nach einem Tag Besetzung, ist halt von dem, was sie dann kriegen, Sozialplan und so weiter, ungefähr viermal so viel, als was Leute in Frankreich kriegen, die Bossnapping gemacht haben und ganz andere Methoden anwenden. Das heißt sozusagen, das, was hier bei den Verhandlungen rauskommt, ist halt ne, von dem, jetzt einfach von der Kohle, die rumkommt, halt immer noch viel, viel besser, als was zum Beispiel in Frankreich bei viel radikaleren Methoden bei rauskommt. Das hat natürlich auch was damit zu tun. Dass hier dann die Leute sagen, ja okay, hier ist immer noch so ein bisschen in Deutschland so durchmauscheln und durchwurschteln. Und es kommt dazu, dass die eigentlichen, der Kahlschlag jetzt in den Niedriglohnjobs ist hier halt schon vor der Krise gelaufen.
Und zwar eher so scheibchenweise und dann mit Hartz IV und Minijobs und so weiter. Das war halt vor der Krise schon durch. Und das ist nicht so als so ein Ding. Und die Kernbelegschaften, ja, die kriegen sie irgendwie dazu, dass sie stillhalten. Dass das bei Opel Bochum geklappt hat, hat mich allerdings auch gewundert. Das wäre zum Beispiel, wenn sie die 2009 beschlossen hätten, als es ja schon mal zur Diskussion stand, wäre das, glaube ich, nicht so ruhig geblieben. Aber das haben sie halt geschickt gemacht. Aber insgesamt ja, also in Deutschland kommen die Sachen auch nicht so zusammen. Also wenn man zum Beispiel den Nachrichten-Newsletter liest vom LabourNet Deutschland, den kann man abonnieren, da kommt alle zwei Tage was. Da stehen alle möglichen Arbeitskämpfe drin, viel im Krankenhausbereich, bei den Zeitungen, Altenheim. Also es gibt sehr viele Arbeitskämpfe, von denen man dann liest, aber sie kommen nicht so zusammen in Deutschland. Das ist, glaube ich, bezeichnend. Und es sind auch jetzt von den Streiktagen her nicht so viele. Ja, wir haben erst dahinter und dann davor. Ich darf vor dir. Was mir noch nicht ganz klar geworden ist aus deinen Ausführungen, ob du eher zu der Position neigst, dass Generalstreiks als Mittel nicht mehr funktionieren, weil die Produktion so zergliedert ist oder dass sie schlecht organisiert worden sind und wenn man sie anders organisieren würde, sie funktionieren könnten. Meine Frage bezieht sich darauf, dass du anhand von Frankreich ja gesagt hast, dass die Anzahl der Streikenden und damit dann hochgerechnet der Produktionsausfall beim letzten Generalstreik ja gar nicht so hoch war, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber das wäre doch eigentlich das Ziel eines Generalstreiks, dass die Gegenseite enorme Einbußen hat, weil Produktion unterbleibt. Und würde es in einer nächsten Stufe auch noch dazu kommen, dass Verkehrswege stillgelegt werden, durch die vielleicht Streikenden und ihre Unterstützerinnen, dann würden auch die Produktionsbereiche stillgelegt von Firmen, die nicht vom Ausstand betroffen sind, bis hin zum letztendlichen dritten Punkt, die Übernahme der Produktion selber durch die Beschäftigten des Betriebs oder die Assoziation der Beschäftigten. Also deswegen meine Frage, glaubst du, das Mittel an sich ist obsolet oder aber müssen wir nur lernen, es besser zu organisieren? Ja, ich glaube nicht, dass das Mittel an sich obsolet ist. Wir haben natürlich erstmal geguckt, was passiert und haben gesehen, es gibt viele Generalstreiks. So, also wir haben uns jetzt nicht angeguckt, weil wir diese toll fanden, sondern weil das jetzt irgendwie gerade das, was sehr prägend ist für das, was passiert, das, was am häufigsten verwendet wird. Platzbesetzung gab es nur in ein paar Ländern, Generalstreiks in viel mehr Ländern, auch in Osteuropa zum Teil. Wir haben jetzt hier nur Westeuropa erstmal mit einbezogen. Insofern haben wir erstmal geguckt, was ist da. So, weitergehend, ja, anders organisiert, aber ist so ein bisschen die Frage, ob das jetzt nur eine Frage der besseren Organisation ist, weil zum Beispiel hätte man es in Frankreich wahrscheinlich jetzt auch nicht besser organisieren können, sondern das waren die Kerne, die da waren und das hätte man jetzt auch durch bessere Organisationen, wären das jetzt nicht mehr gewesen oder so. Und in Spanien zum Beispiel haben die eine sehr hohe Streikbeteiligung gehabt bei den letzten Generalstreiks zwischen 70% und 80%. Das sieht man dann auch immer an den Stromverbrauch an dem Tag. Die spanische Regierung hat dann extra in mehreren großen Städten den ganzen Tag die Straßenbeleuchtung angelassen, damit das nicht so sichtbar wird in der Statistik, weil die Gewerkschaften sagen dann immer, ja, der Stromverbrauch ist so und so stark zurückgegangen. Um zu sagen, wie erfolgreich der Generalstreik war, die versuchen dann immer so ein bisschen gegenzusteuern, was natürlich total blöd ist, weil es Verschwendung ist, aber sowas wird halt gemacht. So, also wie gesagt, in manchen Ländern klappt das, aber auch dann ist es nur für einen Tag und die Einschätzung ist halt von denen, die mobilisieren jetzt aus den Gewerkschaften, mit denen wir zum Teil auch gesprochen haben, für die Studie, dass sie sagen, ja, die Leute kommen nicht so oft raus, wir können jetzt nicht dauernd Generalstreik machen, sonst erschöpft sich das. Und einer, wo dann wenige kommen, ist ja auch, ist ja dann auch so ein Rückschlag irgendwie. Dann sagen die Leute, ja, letztes Mal war es irgendwie, da kam ja gar keiner, dann gehen wir nächstes Mal auch nicht und so. Deswegen müssen die schon nochmal so ein bisschen darauf achten, wie ist das Timing irgendwie und wie ist die Stimmung. Und das kann man, glaube ich, auch nur begrenzt beeinflussen. Also man kann natürlich das Beste dafür tun, wenn man in so einer Organisation ist, die irgendwie politisch oder sozial aktiv ist in dem Bereich. Und gucken, okay, wann sind gute Zeitpunkte, wann macht die Regierung dies oder jenes, aber es ist halt auch kontingent von dem, wie die Stimmung ist, wie das verläuft, ob dann plötzlich alle unzufrieden sind, wie jetzt da in Bulgarien die Leute sind halt wegen den steigenden Strompreisen auf die Straße gegangen, das war plötzlich explosiv, dann ist die Regierung zurückgetreten, aber
das entwickelt sich dann auch häufig sehr schnell oder entwickelt sich nicht. Da war noch eine Meldung. Ja, wir haben in den europäischen Grundrechten das Streikrecht verankert. Das war in beiden europäischen Grundrechten. Das vom Europarat und das von der EU. Da wird nicht unterschieden zwischen wirtschaftlichen Streik, also Lohnstreik, und politischen Streik. Es wird auch nicht unterschieden zwischen Angestellten und Beamten. Welche rechtlichen Auswirkungen haben diese Grundrechte auf Deutschland? Die haben die folgenden Auswirkungen. Das wird auch in dem Buch nochmal vertieft an ein paar Stellen. Dass jedes Jahr die Bundesrepublik Deutschland seit Mitte der 90er Jahre gerügt wird wegen dem repressiven Streikrecht von der EU. Jährlich, immer wieder wird gesagt, hier, das überstimmt nicht ein mit den Grundrechten der EU, ihr habt so ein eingeschränktes Streikrecht in Deutschland. Das Problem ist, wenn man sich nicht jetzt irgendwie expertenmäßig damit beschäftigt, weiß man das nicht, weil es steht nicht in der Zeitung. Der DGB macht auch keine Anstalten, das irgendwie öffentlich zu machen, weil die dann in meinen Interviews sagen, uns reicht das Streikrecht so, wie es ist, aber die Bundesrepublik Deutschland wird jedes Jahr gerügt, weil sozusagen politische Streiks gelten als nicht legal. Das ist eigentlich Richterrecht. Zum Teil wird das von Verdi auch durchbrochen. Da gab es einen Lehrerstreik zum Beispiel. Die dürfen eigentlich nicht streiken, haben die einfach gemacht und die wurden dann auch nicht in Hessen da vor 2-3 Jahren. Das waren dann so viele, mehrere hundert, 50.000 waren das, glaube ich. Eigentlich hätten die bestraft werden müssen, weil die das nicht dürfen. Als Beamte haben sie aber trotzdem gemacht, ist auch nichts daraus gefolgt. Aber trotzdem, rein rechtlich gesehen, ist es in der Bundesrepublik eigentlich relativ eingeschränkt, das Streikrecht. Aber da halt nicht mal die Gewerkschaften sich da irgendwie reinknien, um das irgendwie zu ändern, passiert da auch nicht viel. Also es gibt halt so eine gewisse Debatte jetzt. Bei Verdi wurde das, glaube ich, ins Grundsatzprogramm aufgenommen, auf dem letzten Verdi-Parteitag, wollte ich schon sagen. Ihr wisst schon, Bundeskongress. Da gibt es jetzt noch so eine Debatte intern bei Verdi. Der Psirske hat das so ein bisschen aufgebracht. Dann ist ja die Diskussion nicht mehr losgeworden. Sagt jetzt, wir müssen das Grundgesetz ändern, um da das Recht auf Streik reinzuschreiben. Wissen natürlich alle, das wird nie passieren, dass das Grundgesetz in dem Sinne geändert wird. Das ist so ein bisschen... Er hat das so ein bisschen, ja, der Zauberlehrling hat da irgendwie die Geister gerufen, die er nicht mehr los wird. Aber andere sagen halt einfach, man muss die einfach machen, die politischen Streiks. Zum Beispiel jetzt bei den Lehrern, die da gestreikt haben in Hessen, und dann kann man das verändern. Und das ist so ein bisschen gerade so die Debatte in den deutschen Gewerkschaften, die, wie gesagt, vor allen Dingen bei Verdi da ist, bei der IG Metall so ein bisschen zaghafter. Ja, das ist zumindest jetzt in der Debatte irgendwie, aber es ist immer noch eine sehr, außer jetzt, wie gesagt, die Bereiche, die das wirklich organisieren, die jetzt zum Beispiel auch im kirchlichen Bereich einfach Arbeitskämpfe organisiert haben, in Niedersachsen zum Beispiel, auch durch Verdi, das ist, glaube ich, das Wichtigere, dass man das praktisch einfach macht in den Bereichen, wo das Streikrecht eingeschränkt ist. Das ist ja auch diese ganze Sache mit den sogenannten kirchlichen Betrieben. Das ist ja auch eine Einschränkung des Streikrechts, dass man da nicht streiken darf. Wie gesagt, die kriegen jedes einen auf den Deckel von der EU, aber dahin. Ja, du hattest ja vorhin auch, so wo du einen Überblick gegeben hast, auch so diesen Aspekt erwähnt, dass eigentlich, also gegen diese Macht, ja, das ist ja einerseits in den Nationalstaaten, ja, wo ja die, ich sage jetzt mal, teilweise... Aufgaben an die EU übertragen werden, ja, und dann eben die Europäische Union in Zusammenarbeit heute mit internationalen Währungsfonds und so weiter und eben die Zersplitterung der europäischen Gewerkschaften. Ne? Du hast ja vorhin den Aspekt genannt, wenn man erfolgreich kämpfen will, dann muss man es gemeinsam machen. Bei uns ist ja das mit den Händen oder sonst wie spürbar, dass die deutschen Gewerkschaften genau auf dieser Linie eben nicht fahren. Ja? Und wenn man so will, also auch wenn wir am 14. November es in manchen Ländern eben zu gemeinsamen Aktivitäten kommt, aber wir nicht die Stärke entwickeln, um wirklich da machtvoll irgendwie den in die Parade fahren zu können und auch zu einer Änderung der Politik
ja, der politischen Verhältnisse in der EU beitragen können. Also das ist ja ein Riesenproblem, was wir haben. Ja. Aber ich möchte es mal so ein bisschen vergleichen mit der Situation in Südamerika in den 80er, 90er Jahren, ja, wo dann es eben auch rigide Sparhaushalte gegeben hat, die Schulden praktisch aus den Leuten rausgepresst wurden, aber wo es aufgrund eben von auch Veränderungen der politischen Verhältnisse dann wir heute eine ganz andere Situation haben. Ich will sagen, was wir auch brauchen, ist eine Änderung der politischen Verhältnisse in Europa. Also ich sage jetzt mal, wenn in Griechenland zum Beispiel eine andere und wenn es, ich sage jetzt mal, eine radikal reformistische Regierung wäre, geschweige denn, dass vielleicht eine Arbeiterregierung, was ja von Teilen der griechischen Linken gefordert wird, die aus Syriza, Kukoe und Antasya und so weiter zusammengesetzt wird, ja, und wenn die Frage der Selbstorganisation, der Werktätigen, wenn das dann noch dazu kommt, ich glaube, dann können wir auch davon reden, dass wir eventuell die Verhältnisse hier verändert kriegen in Europa. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber nichtsdestotrotz, die ganzen Kämpfe, die da jetzt geführt werden, glaube ich, die tragen ihren Teil dazu bei, dass eben es möglich wird, dass wir da vielleicht auch in absehbarer Zeit Erfolge erzielen können. Ich wollte noch was sagen zu dieser ganzen Thematik. Also einer hat ja schon gesagt, warum ist Deutschland so apathisch? Klar, wegen Rheinhausen und der Sache mit den Zechen, das hat er mal so richtig den Zahn gezogen, das ist einfach so. Aber die Sache, die es dazu gibt, und da habe ich dann die Frage zu, ist die Zersplitterung der Belegschaften seit dieser Zeit. Große Firmen sind keine großen Firmen mehr, sondern in einer großen Firma arbeiten 100 verschiedene. Das heißt, Betriebsgruppe hier 5 Personen, Betriebsgruppe da 10 Personen. Das mit der betrieblichen Organisation funktioniert faktisch nicht. Und die, die dann doch noch irgendwie dazugehören, sind dann teilweise auf verschiedenen Ebenen Leitungsfunktionen. Das heißt, die Interessen laufen komplett auseinander. Streiks, das wird auch richtig gesagt, kann ja auch nur an Punkten erfolgreich sein, wie die Raffinerien. Es gibt kein Benzin mehr. Irgendwann muss gehandelt werden, ne, wenn man das durchhalten würde. So. Was könnte man in Deutschland denn machen, um trotz dieser schwierigen Situation, sage ich jetzt mal, nicht eine bessere Organisation, ist vielleicht falsch, aber da wieder eine bessere Situation zu schaffen, Streikfähigkeit oder Kampffähigkeit, wie man es nennen will. Wie kann man unter diesen Umständen, was kann man da tun? Oder was wären da die Fragen? Naja, vielleicht erstmal da sich organisieren, wo man selber arbeitet. Das ist ja gerade das Problem, diese Zersplitterung. Was für Strategien gibt es dagegen? Betriebsverfassungsgesetz. Tja, das ist schwer zu sagen. Ich meine, da krepeln die Gewerkschaften ja jetzt nicht nur in Deutschland, sondern überall irgendwie dran rum oder auch die Leute, die sonst irgendwie versuchen, am Arbeitsplatz irgendwie oder mit und um die Arbeit Politik zu machen. Man muss halt irgendwo wieder anfangen und sich organisieren und sich dann zusammenschließen. Aber ich glaube, es gibt jetzt kein Patentrezept irgendwie, wo man so von 1 bis 10 durchgeht. Verdi hat ja auch zum Beispiel versucht, da Bad Hersfeld, was jetzt irgendwie in der Debatte ist wegen Amazon, da ist Verdi schon seit Jahren auch dran, dann Fuß reinzukriegen, Leute zu organisieren, haben sie zum Teil auch geschafft, aber ist halt auch ein sehr mühsames Geschäft. Also da, ne, gibt es auch zumindest Fortschritte, dass so bestimmte Bereiche, in Hamburg wurde das beim Wachschutz auch versucht, dass man da Organizer hingeschickt hat, dass man da sehr gezielt in so bestimmten Bereichen, die eigentlich gar nicht organisiert sind, ne, und Niedriglohnbereich sind, die sich für die Gewerkschaften auch nicht lohnen, weil die Leute so wenig verdienen, dann zahlen sie auch so wenig Gewerkschaftsbeiträge, aber wo man trotzdem dann versucht, ja, wir versuchen da jetzt reinzugehen, aber das ist halt sehr viel Kleinarbeit auch. Ne? Aber Lidl ist doch gescheitert, Organizer. Ja, zum Beispiel bei Lidl gab es 2, 3 Betriebsräte, dann haben die halt die Filialen dicht gemacht. Also bei Schlecker hat das geklappt, da gab es früher auch keine. Also in den 90ern gab es gar keine Betriebsräte, da hat es funktioniert. Ne? Dass man da ziemlich viele Betriebsräte geschaffen hat, bei Lidl hat es nicht funktioniert. Das ist so. Ich habe da hinten irgendwo noch eine Meldung gesehen. Ja, ich wollte ja so ein bisschen zustimmen. Also ich kenne das auch aus so einem Betrieb, der unter 100 Leute hat, wo dann klar ist,
die sind gewerkschaftlich so gut wie gar nicht aktiv oder ne, keiner traut sich irgendwas zu machen. Und da wäre dann auch eher meine Frage, so, na, wo setzt man da jetzt an? Und ich meine, ich fand es ganz interessant, so von McWompel, LaborNet gab es auch so Ideen, dass man so Alltagswiderständigkeit irgendwie auch mitdenkt, weil der Schritt irgendwie in Deutschland zum General oder überhaupt zum Streik aufzurufen halt so krass ist, dass man sich überlegt, so, naja, wie können wir erstmal unsere Arbeit im Betrieb verbessern, für uns irgendwie eine bessere Arbeitssituation rausschlagen, die auch erstmal subversiv ist. Also verlängern wir die Pausen, sagen wir Leuten, bleib da erstmal hier und trink deinen Kaffee noch 5 Minuten länger, die Chefs sind gerade nicht im Betrieb oder so Überlegungen irgendwie und dadurch mit Leuten ins Gespräch zu kommen und überhaupt erstmal wieder in so kleinen Betrieben, die total vereinzelt sind und wo sich die Leute auch erstmal gar nicht so untereinander in Bezug stehen, ins Gespräch zu kommen und zu überlegen, wie kann man erstmal auch solidarisch im Betrieb sich die Arbeitszeit verbessern oder die Arbeitssituation überhaupt verbessern. Und dann fände ich es da auch noch interessant, was mit diesem Organizing ja schon so ein bisschen gemacht wird, zu überlegen, so naja, jetzt nicht alle legen einfach die Arbeit nieder, sondern wo hat man so die Nadelstiche und kann überlegen, also ne, ob jetzt in Spanien dann die Schlosser sagen, wir tauschen die Schlösser nicht aus bei so Zwangsräumungen oder es waren dann auch die Rentnerinnen und Rentner, die gesagt haben, wir können ja jetzt nicht streiken oder ne, Arbeitslose, wir können nicht streiken, wie sollen wir denn streiken? Die dann aber gesagt haben, wir unterstützen Leute beim Schwarzfahren, also wir stellen uns in die Tür oder, also es gibt ja mittlerweile schon so ein paar Überlegungen, kreativer umzugehen mit Arbeitskämpfen und das finde ich interessant, das ist halt nicht so, erstmal nicht so ein Riesenzeichen wie so ein Generalstreik und man kann nicht abzählen, so und so viele tausend Leute waren jetzt auf der Straße und der Strom ist so weit runtergegangen, das sind halt alles so Sachen im Kleinen, aber ich finde es gerade für Deutschland, wo halt die Situation so ist, dass sich alle irgendwie vereinzelt vorkommen und nicht wissen, wo man jetzt ansetzt, eine Überlegung, irgendwie so Sachen auch mitzudenken. Ich habe noch, also es ist ja auch so, dass in Deutschland die Gewerkschaften mit, auch mit dem Kapital zusammenarbeiten oder mit der, auch mit der Regierung, und das ist ja Krisenkooperatismus. Und wie sieht das denn in anderen Ländern aus? Also in Frankreich hat man gesehen, waren die Gewerkschaften ja sehr schwach oder auch Griechenland, Portugal, Italien und so. Wird da der Begriff auch verwendet oder ist er eher, geht das nicht so einfach? Ob der Begriff verwendet wird, weiß ich nicht, aber es gibt natürlich schon immer so ein Hin- und Her-Eiern. Also die Gewerkschaften haben ja auch zum Beispiel in Spanien bei der Vorgängerregierung immer noch so Kompromisse gemacht und gesagt, okay, beim Kündigungsschutz, da verhandeln wir nochmal, der wurde ziemlich stark eingeschränkt und dann hat man gesagt, so, ja, okay, aber diese Schraube und jene Schraube haben wir jetzt noch gedreht, um das nicht ganz so schlimm ausfallen zu lassen. Also sozusagen, sie möchten eigentlich immer verhandeln, aber sie kommen andererseits auch immer stärker in die Situation, dass es gar nichts mehr gibt, worüber zu verhandeln ist. Aber das Problem ist natürlich schon, dass sich gewisse Tradition, dieses Zusammenarbeit von Gewerkschaften, Regierungen und Arbeitgeber, die eigentlich immer noch so ein bisschen darauf orientiert sind, ja okay, jetzt gibt es nichts zu verhandeln, aber vielleicht können wir ja doch wieder irgendwie, ne? Also die Tradition ist immer noch da, es wird aber zunehmend klar, es gibt eigentlich gar nichts mehr zu verhandeln und da, also zumindest in Spanien, Portugal, was ich mitkriege, gibt es da doch so langsam eine Umorientierung. Was jetzt nicht heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Sozialdemokraten wieder an die Macht kämen in Spanien, dass sie dann nicht wieder versuchen würden, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber man merkt schon, da tut sich was, aber das verändert sich halt auch relativ langsam. Und es ist so vom Prinzip her eigentlich in den meisten Ländern doch ähnlich wie in Deutschland. Man schimpft so mal darüber, die deutschen Gewerkschaften, die machen nichts, mobilisieren nicht, sind so konservativ, arbeiten so viel mit der Regierung zusammen. Ist aber vom Grundprinzip in den anderen Ländern auch so. Nur dass da noch ein bisschen mehr Mobilisierungskraft gibt. Oder zum Teil halt einzelne Gewerkschaften, weil es keine Einheitsgewerkschaft gibt, die dann kämpferischer sind als die anderen oder so. Und dann vielleicht Sachen vorantreiben. Also in Frankreich wäre zum Beispiel dieser lange Streik nicht zustande gekommen, wenn es nicht diese linke Gewerkschaft Sud gäbe, die zum Teil dann mit Leuten, mit einzelnen Teilen der CGT zusammengearbeitet haben und das so vorangetrieben haben. Und dass es so einen unbefristeten Streik gibt. Aber ja, generell sitzt es noch ziemlich stark drin, diese Verhandlungsmentalität bei den Gewerkschaften. Weil es ist ja auch immer das Dilemma, dass Gewerkschaften müssen ja auch den Arbeitgebern sozusagen qua Organisation was anbieten können, sozusagen. Die Arbeitgeber verhandeln ja nur mit denen, wenn die Gewerkschaften dann noch zu den Mitgliedern sagen können, jetzt aber Klappe halten. Und das ist, glaube ich, so ein Grundprinzip, was aber immer bei Gewerkschaften dabei ist, das kriegt man auch nicht weg. Deswegen ist da immer diese Spannung. Aber es gibt natürlich eine kämpferische
Art und weniger kämpferisch. Aber ich glaube, das sollte man auch klar haben, dass Gewerkschaften natürlich immer auch so eine Kontrollfunktion haben. Weil sonst würde ja niemand mit denen verhandeln. Und in der Spannung ist man irgendwie immer. Und ich glaube, dann kommt es einfach auf die politische Situation an, wie sich das gestaltet. Dahin. Ja, also anschließend an dem, was du zuletzt gesagt hast. Ich meine, mich wundert das jetzt hier gar nicht, dieses ein bisschen Schimpfen auf die deutschen Gewerkschaften und dann auch mal im Vergleich zu den südosteuropäischen Gewerkschaften, wobei ja da die, sagen wir mal, linken Leute in den Gewerkschaften in den vergangenen Jahren genauso über die Comisiones Obreras und über die UGT und in Italien über die ehemals linken Gewerkschaften geschimpft haben, wie das hier auch so ist. Ne? Und ich mache den Driss jetzt seit 40 Jahren, da Gewerkschaftsarbeiten, Betriebsratsarbeit. Und das waren die gleichen Gesichter, die mir vor 40 Jahren, also nicht die gleichen Menschen, ne? Aber die gleichen systemeingebundenen rechten Sozialdemokraten waren damals genauso wie heute da. Was sich aber verändert hat, war zu der Zeit, wo ich damit angefangen habe, war das unter Linken eine Selbstverständlichkeit, Mitglied der Gewerkschaft zu sein und zu versuchen, Betriebsarbeit zu machen. So. Das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Und diese ganze Generation, diese ganze Mischpoke, so aus Linkssozialdemokraten, was weiß ich, Falken, die ganzen Leute früher von der DKP, SDJ, die Linksradikalen und so weiter, egal ob sie sich jetzt arrangiert haben oder ob sie weiter widerständig gewesen sind, die sind jetzt einfach altersmäßig raus. So. Und diese ganzen Generationen, die danach gekommen sind, sind einfach nicht mehr durch einen systematischen Politisierungsprozess gegangen. Also wie ich das noch so habe erfahren können und wie mit mir Zehntausende das haben erfahren können. So. Und die sind jetzt weg. Und das kann man auch nicht künstlich irgendwie erzeugen. So, ne? Also ich erlebe ja jedes Jahr wieder die neue Generation von Auszubildenden. So. Und deren erstes Ziel, und da muss, so sind sie einfach, ne? Ist nach der Ausbildung einen festen Arbeitsplatz zu haben, der damals für mich selbstverständlich gewesen ist, und sich dann eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen und zu heiraten und Kinder zu kriegen. Das kann man gar nicht denunzieren, ne? So, das ist einfach so. Also dieses Gefühl von Sicherheit selber zu kriegen. Ne? Und das führt natürlich dazu, dass man heute ganz besondere Anstrengungen machen muss, um Leute, die das nicht aus ihrer Biografie, von ihren Eltern her gewohnt sind, in solche Auseinandersetzungen reinzukommen, in solche Auseinandersetzungen reinzubringen. Und da finde ich, bei aller Beschränktheit, also ich komme aus dem Metallbereich, aber bei aller Beschränktheit, das, was Verdi versucht, ne, in Bereichen, die bisher entweder schwach organisiert gewesen sind oder bisher schwer zu mobilisieren gewesen sind, da was zu machen. Also ich erinnere mich daran, vor 3 oder 4 Jahren, wo hier der Erzieherinnenstreik gewesen ist, also weiß ich aus eigener Erfahrung, weil meine Frau da arbeitet, da sind Leute zum ersten Mal, also Konservative, die Mitglied der CDU, ne, die sind zum ersten Mal auf solche in den Streik reingetreten, nicht nur einmal symbolisch, sondern die haben als Erzieherin, wo sie ja aufgewachsen sind mit dem Gefühl, ich muss mich immer für die Kinder kümmern, ne, so, sind die zum ersten Mal losgegangen und haben gesagt, nein, mit uns nicht mehr. So. Und was das, ne, und dann nachher nochmal mit dem positiven Ergebnis zu Pitt, das ist ja auch eine Sache des Bewusstseins, muss hinten was rauskommen. Ne? Wenn dann ein positives Ergebnis bei rauskommt und gesagt hat, dadurch, dass ich mich auf den Weg gemacht habe, kriege ich nachher mehr Asche oder ich muss weniger lange arbeiten und so weiter. Ne? Das sind wirklich Erfahrungen, wo wir hier heute in Deutschland ganz neu anfangen, und da finde ich jeden Ansatz von den Gewerkschaften, der sowas begünstigt, vollkommen begrüßenswert. Ja, die Kita-Streiks sind ein Beispiel, die 2009 waren, da wurde ja auch ewig nicht mehr gestreikt. Ich glaube, es gab in Berlin mal den großen Kita-Streik 89, aber das ist schon ziemlich lange her. Und ich weiß nicht, ob das woanders auch war, aber in Berlin gab es dann vor 2 Jahren, glaube ich, waren die Putzfrauen zum ersten Mal gestreikt. Das war auch von Verdi so angestartet, auch zum Teil an der Uni, die Putzfrauen, aber auch in anderen Bereichen. Das sind so Bereiche, wo vorher noch nie sowas gelaufen ist. Und das sind Pilotprojekte, finde ich auch super, aber es gibt halt auch immer noch in bestimmten anderen Teilen
der Gewerkschaft dieses Denken, naja, jedes Mitglied kostet irgendwie pro Monat 9 Euro Verwaltungsaufwand, das ist auch so. Und wenn die Leute, naja, ihr wisst ja, was die verdienen, wenn die Leute halt irgendwie 400 oder 700 Euro verdienen im Monat, die putzen gehen, dann kommen nicht mal diese 9 Euro Verwaltungsaufwand zusammen. So, ne? Also so hat man ja lange gedacht, deswegen haben wir gedacht, wir gehen lieber zum Metall oder sonst wo, die verdienen was und so, aber in der Spannung ist das immer noch, dass man jetzt irgendwie merkt, okay, aber wir müssen da reingehen, weil es sind immer mehr, die irgendwie Mini-Teilzeit zum Teil arbeiten, 8 Stunden oder 10 Stunden bei Plus oder so in der Woche. So, das macht es natürlich auch schwieriger, wenn die Leute sich dann nicht sehen, würden die dann nur 10 Stunden in der Woche arbeiten, dann lernen die sich auch nicht kennen und so weiter. Aber ja, da passiert auf jeden Fall ein bisschen was. Und wie gesagt, da Verdi hat ja auch schon vor 3 Jahren da versucht, da in Bad Hersfeld bei Amazon reinzukommen. Mit beschränktem Erfolg, aber immerhin ein bisschen. Ich glaube, das ist, was Uno gesagt hat, für die deutsche Situation eine sehr gute Erklärung liefert. Also du hast diese großen klassischen Betriebe der materiellen Produktion, wo du als Azubi angefangen hast und dann bist du direkt an die Hand genommen und in die Gewerkschaft hineingebracht worden, die hast du so in dem Ausmaß nicht mehr, sondern das, was die Kollegin vorne gesagt hat, ist für ganz viele Leute Realität. Du arbeitest in einem zersplitterten Betrieb, häufig zeitlich versetzt, du hast ganz, ganz unterschiedliche Lebensrealitäten der Leute, die arbeiten. Du hast keine Milieus mehr, also das heißt, wenn du in einem Betrieb arbeitest, wohnst du nicht einfach um die Ecke, sondern fährst eine Stunde lang oder zwei dahin. Also alles das, was vor, sagen wir mal, 50 Jahren und mehr quasi naturwüchsig in Anführungsstrichen entstanden ist an spontanen Klassenbewusstsein oder so, kannst du heute nicht mehr drauf bauen, sondern du musst es herstellen. Das heißt, du musst viel mehr über den Kopf gehen, als es damals war. Und ich glaube, da hast du auch recht, dass es eine Aufgabe von Linken ist, im Betrieb zu wirken, mindestens dafür, dass Leute sich erstmal gewerkschaftlich organisieren. Deswegen würde ich da auch dem Redebeitrag von ganz am Anfang widersprechen. Also wenn Leute noch nicht mal bereit sind, sich in einer Gewerkschaft zu organisieren, so bescheiden deren Ziele, sagen wir mal, dann sind sie meiner Meinung nach auch nicht bereit, sich für weiterreichende Ziele dauerhaft zu engagieren. Aber es bedeutet auch, dass diese Gewerkschaften sich ändern müssen. Also ich als Verdi-Mitglied staune jedes Mal, wie wenig meine Gewerkschaft von mir eigentlich haben will. Also außer, dass sie mir ab und zu mal was zuschickt, wo drinsteht, ich kann auch noch die neueste Sterbeversicherung abschließen oder sonst irgendwas. Das ist ja ein hervorragendes Serviceangebot. Gibt es aber ganz wenig Versuche des hauptamtlichen Apparats, die Ehrenamtlichkeit zu fördern und darauf zu setzen, dass man vielleicht von unten so ein bisschen mehr Engagement herstellen kann, fördern kann, unterstützen kann. Also meiner Meinung nach müsste das also eine der Aufgaben sein, die Linken innerhalb der Gewerkschaft übernehmen, darauf hinzuwirken, dass ein bisschen mehr ja, an Eigenaktivität der Mitglieder entsteht. Und ich würde auch sagen, das ist abhängig von dem, was das Umfeld ist und abhängig was an politischen Sachen, wie du das ja auch eben gesagt hast, entsteht sowohl in Deutschland als auch in Europa, eine sehr, sehr langwierige Aufgabe, wo meiner Meinung nach unsere Aufgabe, unsere konkret als Linke darin besteht, Erfolge zu organisieren. Also in irgendeiner Form, entweder dort, wo wir in Betrieben sind, selber Kämpfe nach vorne zu bringen, oder aber, wo wir das nicht sind, das wird die meisten von uns sein, existierende Kämpfe zu unterstützen. In Düsseldorf gibt es Streiks, alle Nase lang. Die Unterstützung der Düsseldorfer Linken für diese Streiks ist eher marginal. Also teilweise, weil wir gar nicht wissen, wie geht es denn, teilweise, weil wir nicht darüber nachdenken, sondern andere Sachen machen. Ich glaube, dass das aber ein Ansatz sein könnte. Also ein Positivbeispiel war der Gate-Gourmet-Streik vor jetzt ein paar Jahren in Düsseldorf, wo eben der Streik der Kolleginnen und Kollegen der NGG unterstützt worden ist durch Blockaden von Streikbrecherfahrzeugen von außen. Und ich glaube, sowas kann man eigentlich viel öfter noch machen. Genau du, ja. Was ich sagen wollte, ist, ich selber beobachte die Situation zum Beispiel in Spanien wegen persönlicher Beziehungen auch sehr intensiv. Mir ist da aufgefallen, das mag vielleicht jetzt ein Fass sein, und ich mag mich jetzt unbeliebt machen bei einigen Leuten, aber mir ist aufgefallen, dass diese Comisiones Obreras und die UGT, also diese beiden Gelbgewerkschaften, diese großen reformistischen Gewerkschaften, die haben ja nach dem 14. November viel geschrieben. Sie haben ja auch geschrieben, es wäre seit langem der größte Streik aller Zeiten, die größten Demos aller Zeiten und so weiter. Die Bilder sprachen für sich. Viele von euch haben wahrscheinlich dieses Bild gesehen von Madrid.
von der Plaza de Colón, wo Hunderttausende die Straßen geflutet haben, ist bekannt, ging um die Welt so ein bisschen. Nur, es ist nur so, bis heute, wenn ich mir die Seite der Comisión Obreras zum Beispiel im Internet angucke, fordern sie ihr Referendum und weiter noch irgendwo die Zusammenarbeit mit dem Staat. Mit dieser völlig, Entschuldigung, wenn ich das so sage, hirnrissigen Rajoy-Regierung, so. Andere Gewerkschaften ticken da auch nicht viel anders. Was mir jetzt in Spanien aufgefallen ist, ist, dass beispielsweise die Indignado-Bewegung ihrerseits sich gesagt hat, so, wir nehmen das Thema Generalstreik mal mit auf, so, und wir mischen die auch mal auf. Das Ganze nannte sich dann Toma la Huelga, was so viel wie heißt, ja, keine Ahnung, kaper den Streik, und hatte dann dazu geführt, dass die dann selber Straßenblockaden gemacht haben, in Granada zum Beispiel, auch in Malaga gibt es Videos, die das belegen. Es gab große, große Alternative-Demos mit entsprechenden 4-, 5-, 6-stelligen Zahlen in Barcelona und Madrid zum Beispiel, auch in anderen Städten, in kleineren Städten auch. Die anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften hatten ihrer Angabe nach mit die größten Teilnehmerzahlen seit langem auf ihren Blöcken. Jetzt stellt sich mir die Frage, Spanien jetzt mal als Beispiel genommen, in anderen Ländern ist es nicht ganz unähnlich, auch zum Beispiel in Portugal, könnte dieser, trotz der Verschärfung der Zustände, die in Europa herrschen, könnte diese Lethargie der Gewerkschaften, ich meine, wenn man sich das anguckt, so ein Rajoy kommt daher und bezeichnet den 14. November als Dummheit. Und der hat noch ganz andere Dinge gesagt. Der Kultusminister, der Herr Wert, der hat sich dann noch heftiger geäußert teilweise. Redete von Gesindel und Ähnlichem, wenn ich mich recht täusche. Hat die gesamte Arbeiterklasse quasi Spaniens irgendwie auch denunziert. Jetzt stellt sich mir die Frage, wann wachen diese gelben Gewerkschaften auf? Arbeiten sie vielleicht auch mit den Anarcho-Syndikalistinnen zusammen, die schärfere Forderungen stellen? Oder was passiert? Oder gibt es da ideologische Kleinkriege? Das frage ich mich jetzt. Und ich muss mir auch ganz ehrlich die Frage stellen, so als junger Mensch. Ich selber komme aus Graswurzelbewegungen, ich komme jetzt nicht aus den gewerkschaftlichen Strukturen. Ich stelle mir zu sehen die Frage, ja, ganz offen gesagt, was bringt gewerkschaftlicher Aktivismus, wenn selbst ein linker Reformismus mehr oder weniger abgeblitzt ist von der Regierung? Die Frage ist hier schon mal gestellt worden. Ich stelle mir jetzt ganz ernsthaft die Frage, wie weiter mit diesem ganzen reformistischen Kram? So, stelle ich mir offen in die Runde. Ja, was anderes will der Staat ja auch eigentlich nicht, oder? Keine Ahnung. Ich habe jetzt zwei Meldungen. Ja, ich weiß nicht, ob es eine Frage des Reformismus ist. Also wenn man schon mal es schaffen würde, Reformen durchzusetzen durch dieses Streik, dann wäre das ja schon mal ein Erfolg. Insofern weiß ich nicht, ob das jetzt eigentlich der Punkt ist. Ich glaube, wir sind an einer ganz anderen Stelle. Aber ich übergebe einfach mal an dich und dann an dich. Ja, kann sein. Also ohne Verdi und NGG hätte der Streik hier bei Gate Gourmet nicht stattgefunden. Also der hätte auch nicht stattgefunden in der Form, wenn es nicht die breite Solidarität hier von linken Gruppen gegeben hätte. Ne? Also ich denke, man muss das immer realistisch einschätzen, was man von Gewerkschaften erwarten kann und was nicht. Die Emily hatte mal hier in Arbeitslosenzentrum in Leverkusen referiert und da so klar gemacht, ne, als sie da gekündigt wurde wegen diesen zwei Bons, ne, ist ihr bei Verdi geraten worden, ne, jetzt bloß nicht an die Öffentlichkeit gehen, wir machen das hier intern aus und so weiter. Ne. Und dann hat sie das da mit einem Komitee durchgezogen und wird jetzt von Verdi-Gewerkschaften auch eingeladen. Ne. Also zum Beispiel in Bremen ist das verknüpft mit einer Aufklärungskampagne dazu, zu der Situation bei Schlecker und so weiter. Ne? So, ich denke, das eine und das andere ist falsch. Ne? Es ist falsch zu sagen, hier, die Gewerkschaften brauchen wir nicht mehr, die schaffen wir ab. Und genauso falsch ist es zu sagen, ja, man muss den Marsch durch die Institutionen machen innerhalb der Gewerkschaften. Also ne, ein bisschen Impulse müssen auch von außen autonom dazukommen, denke ich. Ja, ich habe eine Frage, so lange Jahre, wo ich lebe. Sagen wir so, hier in Europa, wir wollen immer frei sein, wir. Wo sind die Parlamentarier, wo das bedeutet, die sind die Gesetzgeber, ne? Wo ist die Gerechtigkeit? Wenn wir sprechen für Jahre, viele Mal haben wir gesprochen früher auch, ne? Die 80er Jahre. Was machen die Parlamentarier? Für Waffen zu verkaufen?
vier Atombomben zu bauen oder für den Mensch besser zum Wollen, zum Leben? Es ist eine große Frage an die Parlamentarier zum Beispiel. Naja, wie gesagt, wenn man sich sogar das Recht wegnehmen lässt, dass das Parlament den Haushalt beschließen kann, sondern der von der EU beschlossen wird, ich glaube, dann ist nicht mehr viel mit Parlamentarismus. Ah. Also, schau mal dahin. Das Welche muss nach Brüssel fahren. Ja? Ja, du, genau. Achso, ja, das ist das Herz der Lehre ein bisschen. Warte nur kurz. Entschuldigung? Ja, was ich nur ganz kurz sagen wollte, ist, du hast genau das erwähnt, was ich auch gerade meinte. Ich wollte mit meinem Redebeitrag vorhin auch kein Denunzieren von existenten Gewerkschaftsstrukturen oder sowas betreiben. Nur wollte ich klar machen, eben, dass auch mehr oder weniger zusehends, und ich glaube, es betrifft zum Beispiel, also man muss sich das mal so angucken. In Spanien zum Beispiel, diese ganzen Proteste gäbe es nicht ohne Indignados, muss man so sagen. Diese ganzen Platzbesetzungen, die es da gegeben hat, Die haben auch massivst diese ganzen gelben Gewerkschaften beeinflusst. Ohne diesen Druck von unten, ohne den Druck einer Graswurzelbewegung, einer Jugendbewegung, kann man sagen, einer wieder anpolitisierten Generation oder neu anpolitisierten Generation, wäre das da alles nicht ins Rollen gekommen. Das Gleiche kann man eigentlich auch in Portugal so ein bisschen erwähnen. Da heißt die Bewegung nicht 15. Mai, da heißt die, glaube ich, 17. März oder so ähnlich, bin mir nicht sicher. Da hat sich so etwas Ähnliches aufgebaut. Die forderten plötzlich echte Demokratie jetzt. Die stellten die Parlamente in Frage. Die haben nämlich kommen sehen, die ganze Scheiße funktioniert, Entschuldigung, für den Sprachgebrauch, der ganze Mist funktioniert nicht mehr. Was ich mir jetzt in Deutschland stelle, ist Folgendes. Wenn man hier in Deutschland vergleichbare Bewegungen anguckt, wird man belächelt von den ganzen großen etablierten Altlinken, wird man als Occupy-Aktivist belächelt oder geht als Schmuddel, sonst was. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier ein bisschen aufmische. Nur ich finde, das ist nämlich sehr viel sagen für den Zustand, was ich jetzt erwähne, für den Zustand der deutschen Linken oder der deutschen Bewegungslinken und der deutschen Gewerkschaften. Man hat als Aktivist, der von unten kommt, überhaupt keinen Zugriff auf Dinge wie Verdi und so weiter. Natürlich, wie du vorhin links von mir gerade gesagt hattest, gibt es auch positive Effekte oder positive Beispiele, wo dann auch Solidarität mit bereits Streikenden oder mit bereits von den Arbeitskämpfen von der linken Basis her kommt. Auf der anderen Seite wiederum erlebe ich das in Deutschland ganz massiv als Mensch, der hier schon seit längerem auch aktiv ist. Zum Beispiel, als wir Bildungsstreik gemacht haben, war die Gewerkschaft hier Solidarität auf einen gewissen Bereich beschränkt. Viele andere haben die Nase gerümpft. So. Auch egal, ob das Zehntausende von Schülern und Studenten waren, die auf der Straße waren, die Leute aus den Gewerkschaften haben sich erhoben die Nase gerümpft. Anderes Beispiel, jetzt wieder der 14. November, ein zweites Beispiel. Ich weiß nicht, ob es in Stuttgart war, irgendein IG Metall-Funktionär hatte sich da ziemlich mies über die Gewerkschaften in Südeuropa geäußert. Warum wird das in den Gewerkschaften toleriert? Ich sehe da, habe da bis heute keinen Ansturm gegen die Gewerkschaften gesehen, innerhalb der Gewerkschaften wohlgemerkt, gegen ihre Oberfunktionäre da gesehen. Ich stelle mir jetzt ganz ernsthaft die Frage, in Deutschland, was muss noch geschehen, damit diese Gewerkschaften aufwachen? Was muss hier noch geschehen? Wird hier überhaupt noch was geschehen? Das ist noch die Frage stellen. Was ist denn eine gelbe Gewerkschaft? Also ich meine damit eine reformistische Gewerkschaft. Eine Gewerkschaft, die eine nicht-revolutionäre Gewerkschaft. Genau. Entschuldigung. Der so sozialpakt. Also ich würde auch nochmal unterscheiden, eine gelbe Gewerkschaft ist eigentlich eine, die direkt mit den Unternehmen zusammenarbeitet oder von den Unternehmern gesteuert ist. Das würde ich jetzt nicht, ist nicht das gleiche wie eine reformistische Gewerkschaft, weil die möchte einfach nur was verbessern. Und, ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied. Und ich glaube immer so dieses, ja, wann machen die Gewerkschaften auf? Es gibt halt nicht die Gewerkschaften. Also die Gewerkschaften sind natürlich auch immer so, wie die Mitglieder sie sein lassen. So, also... Hallo. Erstmal da. Er hatte sich... Hallo. Nee, du. Stimmt. Warte mal, stimmt. Er war vorher dran, stimmt. Nee, lass ihn ruhig. Okay. Hat ja vorhin so lange. Nur, dass du es nicht immer vergisst. Wir haben ja immer am Beispiel Frankreich gesehen, dass wir irgendwie von unten was tun müssen. Und das ist viel Kleinstarbeit. Muss wahrscheinlich da wirklich zu den Belegschaften hin und die mobilisieren. Für mich stellt sich dann die andere Frage. Mit 14. November kam ja dann auch mal vom Europäischen Gewerkschaftsbund was, der dann für diese Einheitlichkeit, ein bisschen Einheitlichkeit schon gesorgt hat. Mir ist noch nicht klar, weil zwischendurch kam da auch mal so eine Meldung, also so widersprüchliche Meldung, irgendwie der EGB hat jetzt das gesagt, hat das vor am 15. März oder jetzt doch nicht.
Ich stelle mir nur die Frage, was können wir von dem erwarten? So, wie sind überhaupt da die Kommunikationsstrukturen zwischen Europäischem Gewerkschaftsbund und den ganzen nationalen Gewerkschaften? Es war relativ häufig immer so, dass die spanischen Gewerkschaften gesagt haben, wir müssen so einen europaweiten Aktionstag machen. Also die haben das schon länger gesagt, schon Oktober 2011, glaube ich, zum ersten Mal. Und dann ist natürlich immer die Frage, was kommt für Feedback? Und da kam aber ziemlich wenig. Zuletzt hat es ja dann geklappt, dass zumindest von ein paar Ländern, aber das kommt dann von den einzelnen Ländern. Der Europäische Gewerkschaftsbund an sich ist relativ schwach. Es sind dann schon die nationalen Gewerkschaften, die die Akzente setzen. Und da haben wir jetzt ja zum 14. November sich wenigstens ein paar mehr zusammengefunden. Jetzt gibt es irgendwie einen Aufruf für den 15. März, wo ich aber, soweit ich weiß, nur die Gewerkschaften aus Belgien, Frankreich und England wirklich mobilisieren und die anderen nicht. Warum das jetzt wiederum diese drei sind, weiß ich auch nicht genau. Aber das ist jetzt nicht wirklich eine super Koordination, was da beim Europäischen Gewerkschaftsbund stattfindet. Das ist gut. Also der EGB hatte ja aufgerufen, auch bei dem letzten Generalstreik, um da, hat auch Positionen gemacht, aber es ist eben hier nicht angekommen. Ich meine, wenn der Orban zu IG Metall, der ist Vorstandsmitglied, und da in der Diskussion im Vorstand einbringt, dass die IG Metall eine Position beziehen soll zu Griechenland, zu den Ländern, in denen die Krise am stärksten ist, und der Vorstand lehnt ab, da was zu machen, und zwar auch mit der Begründung, die haben ja zum Teil selbst Schuld, und die zweite Begründung ist, dass sie mit dieser Regierung relativ gut fahren. Das muss man ja auch so sehen. Die haben gesagt, mit der Regierung, die hat viele Maßnahmen gemacht, die IG Metall, beziehungsweise die Unternehmen, wo sie organisiert ist, die ja auch gefordert haben. Ob das jetzt dieser Abwrackprämie war und die längere Kurzarbeit und so weiter. Die waren relativ zufrieden im Vorstand. Was wir jetzt sind, wir sind unzufrieden damit, dass so wenig passiert. Und ich glaube, das liegt zum Teil eben an dieser Zersplitterung, die in der Gesellschaft ist, also im Arbeitnehmerbereich. Da sind ganz viele mittlerweile oder fast schon die Mehrheit, die nicht mehr Kernbelegschaft sind. Und an die kommen wir auch nicht so ganz gut dran. Auch wenn wir nicht auf die schimpfen, die hier in Düsseldorf vor der Kirche kampieren und ihre Aktionen hier machen und so weiter. Nicht? Selbst trotzdem kommen wir nicht so gut da dran. Wir haben in Wuppertal vor den Banken, wir haben so ein kleines Viertel bei den Banken, da waren wir da mit 30 Leuten oder 40 Leuten. Ne? Das ist nicht so gut zu organisieren, weil es ja auch, wenn wir ehrlich sind, noch anders ökonomisch hier zugeht, auch für die, die keine Arbeit haben. In Griechenland sind die nach 3 Monaten draußen, da ist nichts mehr, da ist gar nichts, da ist auch keine Sozialhilfe mehr. Ne? Das ist eine ganz andere Situation. Und wenn da ein Liter Öl 1,60 kostet und die verbrauchen so viel wie hier im Nordgriechenland, dann sitzen die in einem Zimmer um irgendeinen Mandelofen und versuchen sich da mit 4 und 5 über Nacht durchzuschlagen. Das ist tatsächlich eine andere Situation da als hier. Aber ich glaube, wir können was, also der Deppe hat übrigens die Gewerkschaften in seinem Buch dabei, Papyrossa, ganz gut beschrieben. Im letzten Jahr ist das Buch rausgekommen, vom Klassenkampf zum Kooperatismus. Das ist jetzt im Februar bei den Blättern für deutsche und internationale Politik als Auszug erschienen und gibt es auch im Internet mittlerweile, findet man das. Da hat er die ganz, ganz treffend beschrieben. Aber wir müssen ja was machen und ich denke mir, es gibt alle. Überall, wo wir aktiv sind, ob das jetzt bei den Arbeitslosen sind, bei Hartz IV, ob das in den Betrieben sind, überall müssen wir versuchen, also dieser Propaganda entgegenzuwirken und vielleicht auch zu organisieren und zu machen. Ne? Die Leute zu bestimmten Bewegungen, also zu bestimmten Demonstrationen hinzukriegen, Betriebszeitung zu machen, all dieses, das sind unsere Aufgaben, finde ich. Und im März findet ja in Paris, ich weiß nicht, wer das genaue Datum hat, dieses alternative Gewerkschaftstreffen statt. Das ist eine große Nummer. Das hört sich jetzt für uns, also ist es uns ein bisschen fremd, aber wir müssen gucken. Die Lateinamerikaner sind uns da, zumindest die Brasilianer, weiß jetzt nicht, wie die anderen Länder da sind, sind uns ein Stück voraus und da muss man tatsächlich ein bisschen hingucken. Und da müssen wir uns zumindest beteiligen, indem wir das aufmerksam verfolgen, was da passiert. Nicht? Weil alle haben den Anspruch, dass wir mehr zusammenarbeiten, mehr machen, mehr tun, mehr Einfluss kriegen, wenn ich das von der IG Metall höre. Ich komme aus der Chemie. Nicht? Ich sage immer, die IG Metall ist das
ist das, was die ist das geworden, was die IG Chemie schon lange ist. Ne? Das ist traurig, ne? Das ist traurig. Aber da muss dann nebenher was dann entstehen. Wenn man das also nicht fern davon, nicht fern und nicht mit dem Anspruch, wir vernichten das irgendwie oder wir machen die kaputt, aber der Einfluss geht nicht nur in der Organisation, sondern auch außerhalb. Die Kräfte da, wo sie sind, weil was hier gesagt worden ist, dass viele sie gar nicht mehr organisieren, die sagen, wir gehen zu Attac, wir gehen zu irgendwas, weil da passt, ja, ich weiß, dass das auch nicht das Gelbe vom Ei ist, aber da haben die noch mehr Einfluss, weil da hört man denen wenigstens noch zu. Ne? So. So, da hinten war noch eine Meldung, der Kollege aus Oberhausen. Noch war doch nicht ein Punkt. Na gut, dann schließen wir uns nahtlos an mit einem Teil des Werbeblocks. Weil das stimmt ja, wenn es uns also nicht gelingt, in dieser kleinen trauten Runde hier zu überlegen, wie denn der Generalstreik in Deutschland zu organisieren ist, der sowohl unsere Interessen durchsetzt, als sich auch solidarisch mit den Menschen in anderen Ländern positioniert, dann können wir ja wenigstens die Dinge aufgreifen, die schon gesetzt werden. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Aktivitäten in der nächsten Zeit. Für den 13. und 14. März sind europäische Aktionstage angekündigt. In Düsseldorf gibt es eine kleinere Aktion um 17 Uhr hier am Oberbilker Markt. Schwerpunktthema wird da Privatisierung von Wasser sein, aber es geht auch um die Krise, die europäische Krise und auch die Auswirkungen auf Menschen, die in Deutschland leben. Am nächsten Tag fährt ein Bus von Düsseldorf aus nach Brüssel, sodass man dort an den Demonstrationen und Protesttagen teilnehmen kann. Das sind die europäischen Demonstrationen, die dort stattfinden werden. Fährt morgens um 8 Uhr los, ist gegen 19 Uhr, 20 Uhr wieder in Düsseldorf. Kostet zwischen 5 Euro, also 5 Euro und 20 Euro für die, die Lust haben. Als nächster großer Fixpunkt sind die Aktivitäten in Frankfurt vom 31. Mai bis zum 1. Juni. Also der Versuch der Blockade der Finanzmetropole, des Finanzviertels. Sowohl in Kritik an der Politik der Bundesregierung im Inneren des Landes als auch an der europäischen Kürzungspolitik durch die Troika. Und es gibt, glaube ich, noch eine Vielzahl von weiteren Veranstaltungen und Aktivitäten, die ihr ja benennen könnt. Ich weiß nicht, Thorsten, ist der 3. März hier anzukündigen? Oder? Ja, 3. März, da vorne liegen wir noch so ein paar Einladungen, wollen wir Frankfurt Blockupy vorbereiten. Also für alle, die Lust haben, Aktionen im Vorfeld zu machen oder selber hinzufahren am 31. Mai, können am 3. März zum Vorbereitungstreffen hier hinkommen. Insofern ist es aufzugreifen, was du gesagt hast aus Wuppertal, dass wir natürlich, solange das große Ganze nicht klappt, nicht die Hände in den Schoß legen, sondern parallel ein Meeting wäre schon. Jörg, dein Schlusswort. Ja, ansonsten vielen Dank für zahlreiches Erscheinen und lebhafte Diskussion. Wie gesagt, wer möchte, kann hier noch für 10 Euro das Buch irgendwie. Vielen Dank. Vielen Dank für uns auch. Und dann ganz doch noch ein weiter. Ich wollte nur noch was sagen. Ja. Jetzt am 3. März, also am Sonntag ist das, glaube ich, ne? Da findet dieses Obelfest in Bochum statt. Das sollte ja eigentlich früher stattfinden und dann ist das ja von der Geschäftsleitung abgesagt worden und das macht jetzt die Belegschaft selber. Ich weiß überhaupt nicht, was da geplant ist. Aber im Zusammenhang mit den Aussagen, die jetzt gestern und heute rausgekommen sind und der Benachrichtigung heute auf der Betriebsversammlung, dass dieser Laden wahrscheinlich dieses Jahr zugemacht werden könnte und der ganzen Diskussion in der Belegschaft, kann ich mir vorstellen, dass auch für Menschen, die jetzt nicht aus dem Bereich kommen, gar nicht so schlecht wäre, sich am Sonntag da mal nach Bochum in die Innenstadt zu begeben und einfach mal so zu gucken. So, und mal so zu riechen und mal mit den Kollegen zu diskutieren, wie die jetzt diese Diskussion erfahren. Wäre jetzt so eine Idee, was man mal machen könnte. Da hinten war noch eine Ergänzung dazu. Ja. Ich heiße Horst, ich komme aus Bochum, auch von der RE, genau wie mein Kollege auf der rechten Seite. Am Sonntag findet das wirklich statt, ab 11 Uhr vor dem Rathaus, der große Platz.
Das wird wohl eine ziemlich kuschelige, nette Veranstaltung werden, weil natürlich also für gutes Essen ist gesorgt. Man sollte sich das Plakat also mal runterziehen. Es ist die Schauspieler vom Schauspielhaus Bochum, sind eine ganze Reihe, die auftreten. Es gibt so ein Kulturfest, so ein Rahmenhalt. Ist so ein nettes Festchen, wie die IG Metall gerne zum 1. Mai macht. Also man braucht sich da, also man kann da hinfahren, ist sicherlich nett. Wir werden auch da sein, das ist ja auch klar. Aber jetzt großartige politische Impulse, die braucht man da jetzt wirklich nicht zu erwarten. Aber wie sieht das denn aus? Ist das denn, es ist doch als Solidaritätskundgebung für die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb Opel gedacht, oder ist das jetzt von der Geschäftsleitung oder von der IG Metall? Vom Betriebsrat der IG Metall. Von der IG Metall ist das organisiert. Und natürlich dem Betriebsrat bei Opel, der natürlich also auch sehr zersplittert eigentlich ist, kriegt man eben nicht so mit, aber gibt da durchaus und sehr unterschiedliche Auffassungen. Aber die sozialdemokratische Fraktion setzt sich da immer glastrocken durch. Wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen schaut, sieht das ein wenig anders aus. Aber die kommen einfach nicht zu Wort. Das kennt man, das kriegt man mit, wenn man in kleineren Zirkeln oder hier was hört und da was hört. Wenn man dann eben die richtigen Kontakte hat. Die haben letztlich auch kein Forum, die werden da auch keins bekommen. Die IG Metall macht's. Und es ist nichts zu erwarten. Klar auf den Punkt gebracht. Gut, okay, das ist also das Wort zum Sonntag, aber vielleicht kann man ja doch an dem nächsten Sonntag da noch was erreichen, auf die eine oder andere Weise. Ja, dann nochmal Dank an euch, Dank an ihn und alle guten Abend.